Der BVB ist wieder da und auch wir sind wieder da. Hallo und herzlich willkommen zu der fünften Ausgabe von Auf Ohren, dem Podcast von schwarzgelb.de. Wir, das sind an dieser Stelle nicht nur ich, Fanny, guten Tag, sondern auch wie immer meine beiden Co-Moderatoren, einmal der gute Jens, guten Abend, Hallöchen. und einmal der Volker, der ist auch wieder dabei. Nabend. Ja, und wie es halt so ist, wir melden uns wieder regelmäßig zurück. Wir haben es euch versprochen. Wir konnten es jetzt auch sogar halbwegs einhalten. Es gibt wieder viel zu besprechen. Wir haben wieder eine pickepackevolle Ausgabe. Jens, berichte doch mal, was heute so ansteht bei uns. Ja, wir haben dann die ersten Rückrundenspiele hinter uns gebracht, nachdem wir die letzte Ausgabe vor den Spielen gesendet haben und werden natürlich darüber sprechen, was da so passiert ist. Dann natürlich die Riesensensation, die Bombe, wie auch immer man es nennen soll. Marco Reus hat seinen Vertrag beim BVB bis 2019 verlängert, bleibt ein Dortmunder Junge. Auch das wird Thema sein. Dann haben wir natürlich auch heute unsere neue super duper mega geile Kategorie, die Schalte zu Malte. Das Thema verraten wir euch später. Und wir gucken natürlich, was in den nächsten Wochen beim BVB so passieren wird auf dem Platz. Und als kleines Schmankerl reden wir auch nochmal über etwas, was den BVB nur, na, so halb betrifft. Über den TV-Deal in der englischen Premier League, denn da geht ganz schön viel Kohle über den Tresen. Ja doch, nicht nur beim BVB jetzt für die Verlängerung von Marco Reus, sondern auch eben in der Premier League. Wir haben euch eingangs in der ersten Folge mal versprochen, nochmal den Blick auf andere Themengebiete zu richten und auch mal ein bisschen über den Blick über den Tellerrand, wie es so schön heißt, zu wagen. Im Moment ist das noch ein bisschen schwer, weil so viel rund um den BVB passiert mit der ganzen ja, sportlichen Situation, mit Marco Reus jetzt in diesem Monat schon wieder. Deswegen sind wir immer noch sehr orientiert daran. Versuchen es aber trotzdem, jetzt hier tun wir es auf jeden Fall mit der Premier League mal und auch in den nächsten Ausgaben, das sei mal an dieser Stelle versprochen, werden wir auch noch mal mehr Dinge betrachten als nur eine Begleitung der sportlichen Situation von Borussia Dortmund. Ja, aber gehen wir eigentlich direkt mal ein auf das erste Thema, das Jens ja gerade schon angesprochen hat. Das letzte Mal, als wir zusammensaßen, saßen wir ja mit einer Mischung aus Hoffnung, Euphorie sogar ein bisschen, Glaube und so weiter da. Und 2 Wochen später sah das eigentlich eher schon mal wieder ein bisschen anders aus. Wie habt ihr denn den Start in die Hinrunde vielleicht erstmal erlebt? Die ersten zwei Spiele, Leverkusen und Augsburg, da war man dann ja doch, da war die Euphorie doch relativ schnell schon wieder weg. Oder Volker, wie sah es bei dir aus? Ja, kann man so sagen, ja. Ja. Leverkusen war jetzt vom Ergebnis her in Ordnung. Das Spiel war so, naja, von beiden Mannschaften eher Durchschnitt. Aber so ist es halt, wenn sich die beiden Mannschaften treffen, die die meisten Fehlpässe in der Bundesliga produzieren, bis zu dem Spieltag. Ja, und Augsburg, das haben wir alle gesehen, ja, war bis zum 0 zu 1, ja, in Ordnung. Aber danach, und gerade nach der roten Karte, natürlich eine absolute Vollkatastrophe mit der entsprechenden verdienten Reaktion des Publikums nach Abpfiff. Jens, wie lange hat es bei dir gedauert, bis du schon wieder keine Lust mehr auf Fußball hattest? Aber das Leverkusen-Spiel, das fand ich eigentlich gar nicht so kacke. Da dachte ich, hey, guckt euch an, wo Leverkusen in der Tabelle steht. Den muss man so begegnen. Wir haben die ganze Zeit davon geredet, jetzt mal Abstiegskampf, bla bla. Das fand ich eigentlich noch ganz okay. War natürlich nach vorne hin absolut nix. Aber hinten souverän. Leverkusen hatte anderthalb Chancen gefühlt. Aber Augsburg war dann echt erschütternd. Also das war wirklich bis zum Gegentor. Ja, in Ordnung, nicht herausragend. Augsburg steht auch auf Platz 3, 4 aktuell, ich weiß es gar nicht. Ich glaube Platz 3 sogar. Und das war ganz okay bis zu diesem echt, echt dummen Gegentor. Also das hat sich ja nahtlos in alle Gegentore der Hinrunde eingereiht. Und ja, danach war einfach das Licht aus. Also da ging bei mir auch wirklich das Licht aus. Ich lag krank zu Hause und dachte mir so, ey, scheiße. Also wenn die bei der Reaktion, die die gezeigt haben, nämlich keiner, hätten sie auch direkt den Bestatter rufen können. Ja, kurz nochmal, Augsburg ist aktuell auf Platz 5, das wollte ich jetzt hier mal Oh, nicht ganz Entschuldigung. komplett falsch stehen lassen, ist ja nicht schlimm. Ja, und sonst bleiben wir erstmal, gehen wir die Spiele mal ein bisschen chronologisch durch, auch wenn ich deine Ansicht eigentlich durchaus teile. Nach dem Augsburg-Spiel war ich auch relativ verzweifelt und hatte das erste Mal dann tatsächlich so ein bisschen Angst um die Zukunft und um das, was uns da noch blühen wird in der Rückrunde. Bleiben wir mal beim Leverkusen-Spiel zunächst. Das habe ich nämlich ähnlich gesehen wie du, Jens. Da war man eigentlich
ja, recht angetan davon, was da passierte. Es gab einen sehr nervösen, sehr hektischen Beginn. Da wurden schon die ersten Fehlpässe relativ früh gespielt. Ich erinnere mich da an einen relativ katastrophalen von Hummels, der dann ja auch fast sogar noch daneben gegangen ist. In der Anfangsphase des Spiels. Aber man sah zumindest ein bisschen Einsatz oder deutlichen Einsatz, deutlichen Willen. Und ja, eben auch nicht mehr ganz so viel Unsicherheit in dem Spiel, hatte ich zumindest so das Gefühl. Und da dann am Ende mit 0:0 rauszugehen, gegen Leverkusen, die ja nun mal auch wirklich da oben stehen, war für mich echt was, wo ich eigentlich echt mit leben konnte. Und Volker hat das ja gerade auch schon eigentlich gesagt. Du warst damit auch jetzt nicht unzufrieden, oder? Hattest du denn nach dem Spiel das Gefühl schon, dass es jetzt wieder so ein bisschen aufwärts gehen könnte? Weiß ich nicht. Ich glaube, dass das Ergebnis besser war als das Spiel. Beide Mannschaften haben einfach Käse gespielt. Man hat ja dann auch gegen Augsburg gesehen, dass es nicht so wirklich ein Gradmesser war, Leverkusen. Die haben jetzt, wenn ich das richtig sehe, zwar jetzt gegen Wolfsburg das erste Heimspiel verloren, die haben aber selber auch nur 4 von 11 Heimspielen gewonnen in dieser Saison. Also ich weiß nicht, ob das der richtige Gradmesser gewesen ist. Aber der Punkt, den wir jetzt haben, ist im Grunde genau der, der uns um einen Strich hält, auf Platz 15. So kann man es halt auch sehen. Wenn man vergleicht, zum Beispiel der SC Freiburg, der eine Woche später gegen Gladbach gespielt, der hatte da ein Bombenspiel. Die beste Passquote, die Freiburg jemals hatte seit der Aufzeichnung der ihrer Messdaten, haben aber das Spiel verloren. Und ja, ich denke, die würden am liebsten tauschen. Passt ganz gut, denn an dieser Stelle kann dann nochmal auf die höchste Fehlpassquote seit Beginn der detaillierten Datenerfassung verwiesen werden. Die gab es dann nämlich auch, wie gesagt, in diesem Spiel. Das ist ja jetzt nichts mehr ganz Neues, sagt aber auch viel über dieses Spiel aus. Jens, wurde das Spiel so im Rückblick so ein bisschen ja auch vielleicht verklärt, dadurch, dass man da immerhin einen Punkt bei Leverkusen oder in Leverkusen mitgenommen hat und eigentlich ja halt spielerisch nicht viel dabei rumgekommen ist, aber. Ja, dass es dann vielleicht doch keine ganz so große Überraschung war, dass es dann gegen Augsburg ein paar Tage später schief ging. Sieht man das jetzt aus der Retrospektive vielleicht mit anderen Augen? Ich glaube, das ist alles so eine Sache der Erwartung. Ich glaube, gegen Leverkusen, das ist für uns alle eher noch ein großer Name als Augsburg, obwohl die zu dem Zeitpunkt tabellarisch kaum getrennt waren. Und eigentlich hätte man sich denken können, dass es gegen Augsburg nicht unbedingt leichter wird als gegen Leverkusen. Aber bei vielen war halt im Kopf so, okay, ist ein Heimspiel, ist ja nur Augsburg. Wie gesagt, die sind Fünfter, die stehen mittlerweile vor Leverkusen, wenn ich mich nicht täusche. Gladbach, dann die Blauen, ja. Und das haben die Leute, glaube ich, auch so ein Stück weit unterschätzt. Also ich auch, sage ich ganz ehrlich. Aber ich habe mich auch von dem Leverkusen-Spiel eher ja hoffnungsvoll stimmen lassen, als zu sehen, dass da offensiv nicht sehr viel stimmte. Denn wie gesagt, da ging ja eigentlich gar nichts. Nuri Schein hatte nach dem Spiel schon angesprochen, dass das mit der Fehlpassquote quasi geplant war, dass man eigentlich wirklich nur das Mittelfeld überspielen wollte, aber mit Ciro Immobile, so gern ich ihn als Biest und als Kämpfer, als Krieger, wie Jürgen Klopp sagte, habe, der reißt da halt keine Bäume aus und entsprechend mager war das Spiel offensiv gegen Leverkusen. Schein sprach ja davon, dass ja, andere jetzt für schönen Fußball oder zuständig seien und Klopp stimmte ihm dazu, sagte, dass sie jetzt mit Champagner-Fußball dann nicht mehr unbedingt aus der Abstiegszone rauskommen. Auch das waren so Aussagen, wo ich gedacht hatte, ja, die Mannschaft hat es verstanden, worauf es ankommt und worum es geht und was man machen muss. Ciro Immobile hast du gerade schon angesprochen, der mir in dem Spiel eigentlich echt gut gefallen hat. Und dabei sind wir eigentlich auch schon bei der Aufstellung, über die wir mal kurz reden könnten. Ja, Immobile stand im Sturm 81 Minuten lang, wurde dann in der Schlussphase durch Adrian Ramos ersetzt. Hat sehr viel geackert, hat alles versucht da vorne, hat natürlich dann noch Probleme gehabt, weil halt nichts kam von hinten großartig und er häufig auf ferner Flur, Verlorenen halt Posten ist, glaube verlorenem ich, Posten war, das Wort, genau. was er sucht. Ja, und eben da halt echt Schwierigkeiten hatte, da irgendwie was Großartiges zu reißen. Trotzdem fand ich seine Leistung eigentlich relativ ansprechend in dem Spiel. Wie hast du das gesehen, Volker? Du hast jetzt noch nichts zu Immobile gesagt gerade. Er hatte die größte Chance im Spiel für uns, wenn ich das richtig im Kopf habe. In der zweiten Halbzeit, den einen Schuss, den Leno hält. Ja, ansonsten habe ich immer bei Immobile das Gefühl, dass er einen anderen Fußball braucht, als wir den zurzeit spielen. Was dann auch dazu geführt hat, dass er nach dem Spiel gegen Augsburg dann auch aus der Mannschaft rausgenommen worden ist. Ja, ich will da noch nicht eine Gesamteinschätzung abgeben zu Immobile. Dafür ist er einfach noch nicht lang genug da. In Leverkusen war seine Leistung in Ordnung.
Stürmerposition, kommen wir gleich dann auch nochmal drauf. Vielleicht auch, weil wir in der letzten Ausgabe von Auf Ohren darüber geredet haben, wie die Doppel-Sechs sich darstellt durch die Verletzungen, die wir im Moment haben. Das waren dann in Leverkusen waren es Matthias Ginter und Nuri Sahin, die Position gespielt haben. Auch bedingt dadurch, dass Ilkay Gündoğan jetzt noch nicht direkt bereit war, um da jetzt einzuspringen. Der hat es dann in den darauffolgenden Spielen genommen. Ja, relativ unauffällig jetzt Matthias Ginter da in dem Spiel, muss ich sagen. Also der hat jetzt nicht großartig da jetzt weder positiv noch negativ überrascht, was aber auch in Ordnung ist. Ich wollte gerade Aber sagen, das ist das, was man bei Sven Bender in den Meisterjahren immer so hervorgehoben hat, dass er einfach alles wegräumt, aber halt nicht auffällig ist. Und genau so muss er ein defensiver Sechser quasi spielen. generell lässt sich sagen, dass er am System eigentlich festgehalten wurde in den letzten Spielen ja dann auch. Also wir haben ja überlegt, dass es auch verschiedene Möglichkeiten gibt, wie man das taktisch lösen kann, im defensiven oder im zentralen Mittelfeld, wie man es auch nennen möchte. Aber es war immer eine Doppel-Sechs, jetzt eben einmal mit Ginter Sahin und sonst waren es Sahin und Gündoğan, die da gespielt haben. Fand ich auch dann, gerade Sahin und Gündoğan, fand ich dann auch echt sogar eine vielversprechendere Doppel-Sechs. Also die hat mir eigentlich ganz gut gefallen und ist ein Modell, was man jetzt auch in den nächsten Wochen dann auch durchaus fahren kann. Oder seht ihr das gravierend anders? Ja, es hängt halt immer so ein bisschen vom Gegner ab, das ist klar, und von der Fitness, wie auch immer. Jetzt fangen ja dann die englischen Wochen an, wo wir dann Champions League und DFB-Pokal unter der Woche haben. Prinzipiell ist das natürlich etwas, was spielerisch definitiv besser ist als zum Beispiel Ginter Şahin oder dann vielleicht auch Kehl und Bender und keine Ahnung, welche Kombinationen es da noch gäbe. Ist halt die Frage, wie man da spielen will. Gegen Leverkusen war offensichtlich der Plan nicht gut zu spielen, also nicht schön zu spielen. Und dafür war das vollkommen ausreichend. Wenn man dann jetzt aber Ballstaffetten und kurze Kombinationen haben will, dann ist ja Sebastian Kehl vor allem sicherlich nicht so geeignet. Ja, Piszczek musste zur Pause raus, wurde dann durch Subotic ersetzt, während Sokratis dann auf die Position des Rechtsverteidigers gegangen ist. Das war dann ja auch so eine kleine Personalie, die Rechtsverteidigerposition, die uns danach nochmal begleitet hat. Denn um den Schlenker mal zum Augsburg-Spiel zu schlagen, was ja dann mit 0 zu 1 am Ende verloren ging, da hat Großkreuz dann eben angefangen für Piszczek, der nicht zur Verfügung stand. Großkreuz auf der Rechtsverteidigerposition musste dann auch noch nach einer Stunde nochmal rausgenommen werden. Weil er sich dem einen Muskelbundelriss zugezogen hatte, fehlt jetzt 6 Wochen, wurde Wurde allerdings auch gegen Leverkusen schon nach einer Stunde rausgenommen, weil er einfach unfassbar schlecht gespielt hat. Also es war gefühlt zu zehnt und es gab so eine Minute vor seiner Auswechslung hat Großkreuz einen Hackenfehlpass gespielt und da wusste ich, der geht jetzt runter. Also das war das war exemplarisch für sein Spiel an dem Tag. Ja, auf jeden Fall. Deswegen, eigentlich hatte es mich schon sogar ein bisschen überrascht, dass Großkreuz hier nach dem schlechten Spiel in Leverkusen, der für 90% der Fehlpässe gefühlt dann auch zuständig war, die wir gespielt haben, dass er dann nochmal von Anfang an ran durfte. Ich hätte da vielleicht sogar die Lösung mit Sokratis und Subotic eher gut gefunden. Gesundheit, Entschuldigung. Gesundheit. Du hättest die Lösung mit Sokrates und Subotic eher Hätte ich eher für positiv bevorzugt. befunden, bevorzugt, genau. Also, auch wenn Sokratis jetzt ja nicht direkt der Rechtsverteidiger ist, aber auch in der Phase, wo jetzt in Leverkusen Sokratis und Subotic gespielt haben, hatte ich mehr das Gefühl, ja, dass das besser aussieht als mit Großkreuz, der da jetzt wieder Fehlpass über Fehlpass gespielt hat. Ja, Sokrates ist zumindest defensiv natürlich super souverän, ne? Also da kommt dann vielleicht offensiv nicht so viel, wobei er da auch gerne mal den bulligen Tank auspackt, nicht so grazil wie Piszczek, mehr so Kopf durch die Wand in die Mitte stürmt. Aber das ist ja defensiv vor allen Dingen souveräner, glaube ich, als Großkreuz. Und es klingt immer super grausam und ich finde diesen Spruch eigentlich auch total scheiße. Aber dass Großkreuz jetzt nicht zur Verfügung stand, war jetzt nicht so eine super Schwächung, habe ich so das Gefühl gehabt. Also tut mir leid, ich kann jeden verstehen, der sich da jetzt irgendwie, der den Spruch scheiße findet. Ich finde das selber scheiße eigentlich, aber es ist so mein Gefühl gewesen in dem Moment. Also natürlich habe ich mich geärgert über die nächste Verletzung, weil unser Kader ja jetzt nicht unbedingt gespickt ist mit Außenverteidigern, gerade weil Durm immer noch verletzt oder krank ist, auch heute noch, so wie ich das mitbekommen habe. Aber die Leistung von Großkreuz sowohl gegen Leverkusen als auch Augsburg war halt echt so, dass ich ihn beim nächsten Spiel auf die Tribüne gesetzt hätte. Also, er hat auf jeden Fall relativ viel Kritik gekriegt, auch zu Recht. Also, ich bin da auch eher, also, ich hätte diese Frage sonst zumindest gestellt,
ob es vielleicht sogar zum richtigen Zeitpunkt kam, dass er sich da mal eine Auszeit holt. Wo wir gerade bei Kevin Großkreuz sind, sei ja vielleicht auch mal die Frage erlaubt, was so generell jetzt so aussieht. Das ist ja eine sehr, ja, bedeutsame Personalie, die wir haben in Dortmund mit ihm. Also nicht nur, weil er jetzt ja, derjenige ist, der Borussia Dortmund vielleicht am meisten verkörpert, weil er jetzt von der Tribüne kommt, weil er eben immer noch ein Fan ist und immer noch mit vollkommenem Herzblut dabei ist und sowas. Aber er wird halt eben auch viel diskutiert jetzt, weil die Leistung jetzt zuletzt auch einfach nicht mehr gestimmt hat. Volker, wie siehst du so die Zukunft von Kevin Großkreuz bei Borussia Dortmund? Da gab es ja auch schon jetzt ein paar Geschichten rum. Dann war er mal im Kader und hat gespielt von Anfang an. Dann war er mal auf der Tribüne, hat nur zugeguckt. Und so wirklich schlau wird man aus dem allem noch nicht, was man so sieht. Kannst du dir da einen Reim draus machen, was jetzt so langfristig vielleicht mit Kevin passieren könnte? Siehst du den noch lange in Dortmund? Ja, tue ich. Einfach weil man ja davon ausgehen kann, dass wir nächstes Jahr international nicht spielen werden. Ich denke, dass wir da unseren Kader ein wenig verkleinern werden, wenn er jetzt geht. Mkhitaryan wird oft genannt oder vielleicht auch einer der beiden neuen Stürmer, die wir gekauft haben. Denke ich, dass wir Großkreuz behalten werden, weil wir den gut einsetzen können auf verschiedenen Positionen und damit natürlich ja, auch aufgrund der fehlenden Europapokal-Einnahmen und Perspektive vielleicht nicht unbedingt Spieler kriegen, die wir brauchen. Ja, auf beiden Außenverteidigerpositionen wird ja mal so ein guter Backup nicht so verkehrt sein oder würde nicht so verkehrt sein. Da gehe ich davon aus, dass er da bleiben wird. Ich wüsste auch nicht, wo Großkreuz gut hin sollte. Der hat ja noch Vertrag. Das heißt, der wird ja dann noch irgendwie ja, 3 bis 5 Millionen Euro wollen wir ja sicherlich schon noch haben. Und ich sehe da nicht wirklich viele Vereine, die sich das leisten wollen. Im Zweifelsfall immer zum FC Köln. Kann er sich das leisten? Das ist die Frage. Ja, die haben auch ein paar Millionen für Podolski bezahlt. Also ist ja durchaus möglich. Ich glaube ja, er würde nicht in Deutschland wechseln, auch nicht zum FC. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, so wie ich das mitbekommen habe, ich habe das Spiel halt im Stadion gesehen, er hätte bei Sky jetzt schon angedeutet, dass er mal gucken muss, dass er spielen muss und dass es dass es für ihn wichtig ist, Spielminuten zu bekommen und das ist natürlich beim BVB aktuell vermutlich eher nicht mehr so möglich. Ja gut, aber das sagt ja jeder Profi, der auf der Bank sitzt, ne? Dass er gucken muss, dass er spielt. Ja, aber das sagen sie meistens kurz bevor sie wechseln. Ich meine, wenn er Angebote hat, ja, was weiß ich, irgendein Engländer zahlt da, was weiß ich, irrwitzige Preise, die verdienen jetzt einen Arsch voll Geld mehr als sonst noch, wird sicherlich der BVB nicht abgeneigt sein und Großkreuz vielleicht auch nicht, Aber warum nicht? Ich meine, sportlich, ich will nicht sagen, ist er über jeden Zweifel erhaben, aber Fanny hat ja gerade schon gesagt, er ist aufgrund seiner, oder auch du hast gesagt, ist aufgrund seiner Flexibilität eigentlich immer ganz gut für einen Kaderplatz, weil er einfach auf jedem Flügel, auf jeder Flügelposition spielen kann. Im Zweifel sogar im defensiven Mittelfeld. Ja, aber Warum irgendwo sollte ist man ihn halt, jetzt abgeben? ja, ist halt die Frage Zwangsweise. Angebot und Nachfrage. Wenn da einer kommt und der zahlt in den Preis, wo Borussia Dortmund dann sagte, okay, das ist eine entsprechende Hürde, da sind sie drüber, da können wir mal reden, dann muss man da gucken. Klar, wenn einer kommt und will nur 2,5 bieten oder so als Beispiel, dann werden sie ihn mit Sicherheit nicht abgeben. Ja, aber das ist doch bei jedem Spieler so, dass es irgendwo diese Summe X gibt. Und wenn jetzt jemand 200 Millionen für Mats Hummels bietet, dann wird der BVB vielleicht auch mal anfangen zu Ja, überlegen. richtig. Aber, ne, also, das ist ja, da ist ja kein Spieler von gefeit. Aber irgendwie ist es vielleicht so, dass Kevin Großkreuz sich durch all die Eskapaden, die er dann jetzt hatte, die man ja immer gerne halt auch so ein bisschen belächelt hat und vielleicht so beiseite geschoben hat, aber diesen ganzen fehlenden Fokus, auch jetzt mit seiner Modelinie, dass er sich da vielleicht so ein bisschen ins Abseits befördert hat, dass er da auch an Ansehen verloren hat, dass man ihn früher immer so als elementaren Bestandteil gesehen hat und man gesagt hat, dass der Junge aus der Kurve und der ist mit Herzblut dabei und jetzt ist er halt so nicht mehr mit Herzblut dabei, sondern macht hier was, macht da was und fühlt Also sich toll als Weltmeister. es scheint auf jeden Fall so, dass man gewillter wäre, ihn abzugeben. Also ich sehe das auch so wie Volker. Das ist jetzt nicht unbedingt so eine Angebot- und Nachfragesache. Jetzt, wenn du jetzt den Vergleich mit Hummels nimmst oder sowas, da guckt man aufs Angebot und dann aufs Geld und dann lacht man da entweder drüber oder man überlegt es wirklich dann mal ernsthaft oder sowas. Aber ich glaube, mit einem Angebot für Großkreuz, da würde man schon sich doch relativ ernst erstmal mit befassen. Also ich glaube jetzt nicht, dass der jetzt noch so viel Kredit hat und dass sich viele Leute sagen, auch dass noch nicht mal viele Leute so diese Sonderposition tatsächlich noch sehen von ihm.
Was ich schade finde eigentlich, denn eigentlich wäre das auch der letzte oder einer der letzten Spieler, die ich aus dem Kader streichen würde. Weil zumindest kannst du dich auf den Kampf verlassen oder sowas, auch wenn er es dann spielerisch nicht rausholt. Spielerisch war Kevin Großkreutz noch nie einer der besten Elf, die wir hatten. Aber halt immer einer, der mit Leidenschaft vorangegangen ist und mit Einsatz. Manchmal auch mit Übereinsatz, aber das ist ja dann auch nochmal zu verkraften. Aber tendenziell und von dem, was man halt mal so zwischen den Zeilen oder mal so in diversen Berichten liest oder so, ist es ja schon so, als schiene es zumindest, dass man da sich eher mit Angeboten jetzt beschäftigt, als man das in der Vergangenheit getan hätte. Ist ja eigentlich eine super, super, also super schade Entwicklung, dass wir jetzt auch, wir reden ja auch relativ offen darüber. Ich glaube, vor 2 Jahren hätten wir gesagt, den Großkreuz geben wir niemals ab. Das ist so, so voll Romantik. Und diese romantische Schiene wird ja, wir reden ja gleich noch ein bisschen detaillierter über Marco Reus, ist ja auch immer noch da, dass diese romantische Schiene auch von uns Fans nur so lange gefahren wird, wie der Spieler auch gut genug ist. Das ist mir bei Florian Kringel damals schon aufgefallen, wo auch alle gesagt haben, boah, geiler Typ, als er dann nicht mehr gut genug war, haben alle gesagt, ja, scheiß doch auf den, den brauchen wir doch nicht. Was will der noch hier? Jetzt sitzt er seinen scheiß Vertrag hier aus, oder was? Also das ist so ein bisschen, ja, doofe, heuchlerische, zweischneidige Geschichte, finde ich. Ja, so ist das mit der echten Liebe ja auch dann häufig normal, ne? Also, es ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Wobei ich jetzt auch jetzt nicht sagen würde, dass ich Großkreutz vom Hof jagen würde. Also, wenn er jetzt hier nochmal einen neuen Ja, du Vertrag. nicht, aber es, ne, also wir setzen uns ja auch als Moderatoren bei Schwarz-Gelb mit den Fanmeinungen im Forum auseinander und da kommt er, glaube ich, noch schlechter weg als bei uns jetzt und ich finde, wir gehen schon verhältnismäßig hart mit ihm ins Gericht gerade. Ja, doch. Das auf jeden Fall. Das sehe ich auch so. Also, Und aber vielleicht Fakt ist entlädt aber sich auch, da ja auch ja, der Frust über die sportliche Situation. Kevin ist halt einer von der Tribüne, von dem man eigentlich erwartet, dass er natürlich gerade in sportlich schwierigen Tagen dann halt auch vorangeht, ja, weil er genau weiß, wie kacke das ist, um das mal so ganz einfach zu formulieren, wenn dein Team, was du hoffst, dass es in der Champions League spielt und dass es guten Fußball spielt, mal satte 5 Spiele am Stück verliert, auswärts bis auf ein Spiel überhaupt kein Land sieht, in der Hinrunde, dass sich das dann auf ihn entlädt. Klar, dann kommen seine Geschichten mit dem FC Köln und dass er dann dahin fährt und dann kommt diese Geschichte hoch aus dem Sommer, dass er 3 Pilzken zu viel hatte und all diese Dönergeschichten und was weiß ich nicht alles, dieses ganze Tamtam um ihn da. Dass der ein oder andere dann in ihm natürlich denjenigen sieht, wo er vielleicht seinen Frust eher ablädt als so ein, ja, ich sag mal, so ein Marco Reus vielleicht, wo man immer sagt, ja, der kann nicht für die sportliche Krise, weil der war ja andauernd verletzt, solche Geschichten. Deswegen weiß ich nicht, ob er da vielleicht ein bisschen auch zu viel ja, in den Fokus geraten ist. ist ja auf jeden Fall, auch gerade dadurch, dass er eben Identifikationsfigur und alles ist, das ist schon richtig. Also er spielt halt, wie gesagt, eine Sonderrolle so ein bisschen und wird da vielleicht auch ein bisschen zu sehr in den Fokus genommen, wobei ich auch schon finde, dass es halt schon Fakt ist, dass er anscheinend ein bisschen zu viele Nebenschauplätze aufgemacht hat. Warum? Also diese Modelinie-Sache ist ja jetzt nicht nur bei ihm so, sondern ja auch bei anderen Spielern. Da frage ich mich auch, ob das jetzt wirklich sein muss, wenn du gerade im Abstiegskampf bist, dass du da ISO-Caps machst oder was weiß ich. Ist halt schon zumindest unglücklich, sagen wir es so. Ich bin da ja zwiegespalten. Wir hatten, glaube ich, 2 wunderschöne Texte bei Schwarz-Gelb dazu. Könnt ihr bitte gerne nochmal nachlesen. Und ich kann beiden sehr viel abgewinnen. Einerseits sehe ich das so wie du, dass man sich vielleicht ein bisschen konzentrieren sollte und dass es vor allen Dingen einfach doof wirkt. Ne? Also es wirkt halt wie wenig Fingerspitzengefühl, wenn du mit deinem Verein auf Platz 17 oder 18 stehst und dann unfassbar hässliche T-Shirts und Pullis und Kappen verkaufst. Andererseits kann ich halt schlecht von den Spielern erwarten, dass sie den ganzen Tag zu Hause sitzen und sich die Decke auf den Kopf fallen lassen und Trübsal blasen und letzten Endes sollen sie meinetwegen auch T-Shirts designen, statt PlayStation zu spielen. Das macht für mich auch keinen Unterschied. Ist halt, glaube ich, in dem Fall eher eine Frage der Außenwirkung und die passt halt bei Kevin Großkreuz aktuell so überhaupt nicht zusammen, weil halt die Leistung ganz und gar nicht dazu einlädt oder ja. Er kann es sich aufgrund der Leistung nicht erlauben, so viele Nebenkriegsschauplätze aufzumachen. Denke ich auch. Nun gut, jetzt ist er noch einen guten Monat raus. Vielleicht kommt er da ja danach dann nochmal mit ja, neuer Euphorie und neuem Schwung rein.
Lasst es uns auf jeden Fall wissen, was ihr davon denkt. Wie seht ihr die Zukunft von Kevin Großkreuz beim BVB? Ist da noch einer, auf den man bauen sollte, den man auf keinen Fall gehen lassen sollte? Ist er einer, bei dem das, wenn das Angebot stimmt, den man dann auch ruhig mal auf den Weg schicken kann? Macht er zu viele Nebenschauplätze auf? Teilt es uns mit, gerne im Forum bei uns bei schwarzgelb.de oder auf Twitter @auf4ohren. Während wir uns mal so langsam davon von Kevin Großkreuz mal wieder wegbewegen und zurück zum Spiel gegen Augsburg kommen, denn da gibt es ja auch wieder noch einiges, was aufgearbeitet werden muss. Machen wir mal in Kurzform, das ist das Tor durch Raúl Bobadilla in der 50. Minute, da sicherlich, ja, Jens hat es eben schon als ja, charakteristisch für unsere Fehler bezeichnet. Altintop dribbelt sich dagegen 4, 5 Dortmunder durch und dann steht Bobadilla auch noch komplett frei. Also da geht auch echt alles verkehrt schief bei diesem Tor. Und dann gibt es auch diesen Zeitpunkt, das hat Volker, glaube ich, eben schon mal gesagt, dass du bis dahin hast du eigentlich gar nicht scheiße gespielt. Das war jetzt auch nicht überragend oder so. Es war in Ordnung. Man hat auch hier wieder ein bisschen Einsatz gesehen. Was heißt ein bisschen? Klingt auch wieder ein bisschen so doof, aber man hat Einsatz gesehen, die Mannschaft wollte. Aber nach diesem Gegentor hast du direkt gemerkt, Köpfe runter und da gab es einfach einen Knick, Verunsicherung noch mehr und kein Aufwachen und kein Aufbäumen. Auch nicht nach der roten Karte, die es dann eine Viertelstunde später gab. Da hat Janka, nicht Carsten, sondern der Augsburger, hat dann noch wegen der Notbremse völlig zu Recht rot gesehen. Aber auch in Überzahl kam da nichts vom BVB. Leider. Und das war dann echt richtig, richtig traurig und richtig symptomatisch. Und ich bin froh, dass ich jetzt 2 Spieltage später da jetzt nicht mehr so viel reininterpretieren muss. Denn ansonsten hätte ich vielleicht an dieser Stelle gesagt, dass man echt richtig, richtig große Probleme hat. Das sieht jetzt zum Glück mittlerweile ein bisschen anders aus. Aber das war schon spielerisch zumindest eine Armutsleistung, die man da gesehen hat. Vielleicht brauchte es auch, dass dieses Gewitter, was danach so von der Tribüne kam, einfach mal. Denn das war ja dann, da sind ja dann gefühlt alle Dämme gebrochen und da war es dann auch vorbei mit der Freundlichkeit und da ging es dann halt auch mal zur Sache. Und vielleicht war das einfach mal notwendig. Vielleicht war das so ein Wachrütteln, keine Ahnung. Aber das war für mich auch so ein bisschen der Punkt. Also so tief war es halt stimmungsmäßig noch nie. Klar gab es dann Frankfurt, wo gepfiffen wurde, und auch Berlin und Bremen, die beiden Spiele waren jetzt nicht so, dass man danach jubelnd nach Hause geschickt wurde. Aber so krass wie gegen Augsburg war es halt echt nicht. Lass uns da mal bleiben bei, weil sportlich ist zu dem Spiel wahrscheinlich alles gesagt, da ging halt einfach nicht viel. Man hat das schon während des Spiels eigentlich sehr, sehr, sehr deutlich gemerkt, dass es jetzt so einen Stimmungswechsel gibt und ich war dann nach dem Abpfiff nicht überrascht davon, dass es Pfiffe gab. Wovon ich überrascht war, war die Intensität ist das Wort. Oh Gott. Intensität, in der diese Pfiffe dann und kamen und in der sich das ja komplett entladen hat. Also damit hatte ich nicht gerechnet, dass es so krass dann auch wurde. Jens hat es gerade schon Gewitter genannt. Volker, schilder uns doch mal deine Gemütslage darum. Hast du damit gerechnet, dass es passiert am Ende? Hast du es in diesem Ausmaß kommen sehen? Was war so deine Reaktion darauf? Ja, also ich fand, in den letzten 10 Minuten war es abzusehen. Jeder Fehlpass, gerade die langen, hohen Dinger von Subotic in den Strafraum, wo außer Sokrates überhaupt keiner stand, der größer ist als 1,80 Meter, da war das schon abzusehen. Immer wenn die Dinger im Seitenhaus oder im Torhaus landeten, dass es immer unruhiger wurde. Da fand ich schon, konnte man damit rechnen, dass das sehr ungemütlich wird, wenn der Schiedsrichter das Spiel abpfeift. Jens, was war so deine Reaktion darauf? Warst du denn von der Intensität denn überrascht auch? Oder stehe ich damit recht alleine? Ja, also es hatte sich für mich halt auch so ein bisschen angedeutet, weil, wie Volker gerade sagte, die Spielweise einfach so total kopflos und auch emotionslos und leidenschaftslos war. Und das ist halt etwas, was in Dortmund nicht geht. Es klingt immer so nach Klischee, aber solange du kämpfst, ist alles okay. Und das fehlte halt komplett. Du bist halt klar standen, also sind die nach vorne gelaufen, klar haben die Gas gegeben, aber es war halt so, ich weiß nicht, ich fand das ziemlich herzlos. Es war halt so nach vorne und Hauptsache, der Ball ist nicht bei mir, war so mein Eindruck. Und das hat sich schon so angekündigt, ja. Und ja, wie gesagt, ich hatte so das Gefühl, es musste irgendwann mal so kommen. Es gab zwar immer mal so ein bisschen Pfiffe nach dem Frankfurt-Spiel. Und das ist dafür, dass wir als letztjähriger Vizemeister und Champions League-Finalist von 2013
auf Platz 18 stehen oder standen zu dem Zeitpunkt auch echt alles sehr, sehr, sehr zärtlich gewesen. Und deshalb wunderte mich das gar nicht, dass es irgendwann mal so richtig knallt. Kurz mal persönliche Zwischenfrage, weil wir auch schon mal über Pfiffe gesprochen haben, als es sie noch nicht so wirklich gab. Habt ihr selber mitgemacht dabei oder wart ihr ruhig? Ich lag krank zu Hause. Das Also macht es ich. einfacher, Volker. Pfeifen ist ja grundsätzlich nicht so mein Ding, aber schon mal so einen Fluch losgelassen habe ich dann schon, ja. Gab Weil ja ich dann mich ja auch auch. gefragt habe, wenn man 3 Wochen ins Trainingslager geht oder 3 Wochen Vorbereitungszeit hat und man dann feststellt, im Heimspiel, es hat sich überhaupt gar nichts geändert, sobald man in Rückstand gerät, totale Panik und totale Konzeptlosigkeit nach dem Rückstand, was man denn dann so in dem Trainingslager gemacht hat, nachdem man ja in jedem Interview lesen konnte, dass man da entsprechend viel hart gearbeitet hat und gut vorbereitet ist und so weiter und so fort. Und da war ich schon auch entsprechend ja, ratlos und auch ja, enttäuscht einfach, dass es ja, im Grunde genauso weitergegangen ist wie vor den Heimspielen gegen Gladbach und gegen Wolfsburg und Hoffenheim. Gab dann ja auch, wir wollen euch kämpfen sehen, Rufe. Für mich, ich stand relativ gelähmt auf der Tribüne. Also ich war still. Ich habe da eigentlich relativ nichts von mitgemacht. Gar nichts eigentlich. Ich habe mir das alles angeguckt. Hatte allerdings auch erstmals Verständnis für die Pfiffe. Bisher war es immer so, dass ich häufig, vor allen Dingen während des Spiels, mit dem Kopf geschüttelt habe. Finde auch bis heute nicht, dass Pfiffe eigentlich noch nicht so das probate Mittel sind. Gerade wenn ich der Mannschaft anmerke, wie verunsichert sie ist, weiß ich nicht, ob es immer das Beste ist, da nochmal einen draufzuhauen oder sowas. Aber hier konnte ich es verstehen. Einfach, was Jens sagte, dass einfach leidenschaftslos angegangen wurde, dass nicht gekämpft wurde. Du hast gar nichts im Spiel nach vorne gesehen. Deswegen habe ich selbst zwar nicht mitgemacht, aber ich konnte es erstmals in dieser Saison da tatsächlich verstehen, dass es dann irgendwann nochmal genug ist. Gerade von Leuten, die dann ja auch noch auswärts regelmäßig mitfahren und das dann da auch nochmal sehen. Es war auch wohl das schlechteste Heimspiel dieser Saison, würde ich sagen. Häufig hat man ja auswärts gerade diese so schlechte Leistungen gesehen und die Heimspiele waren häufig noch sehr, sehr okay. Ja, und deswegen konnte ich es halt zumindest nachvollziehen. Interessant fand ich auch die Reaktion der Mannschaft, die sich relativ lange gestellt hat auch und zumindest vor der Tribüne stand und sich das hat gefallen lassen, sage ich mal. Roman Weidenfeller war dann der Erste, der in Richtung Fans gegangen ist und das Wort ergreifen wollte, es aber nicht durfte, weil er, so wie ich das mitgekriegt habe, das Megafon haben wollte, es aber nicht gekriegt hat. Hummels ist ihm dann nachgelaufen. Ich habe ein paar Mal darüber nachgedacht, wie ich so dazu stehe. Weidenfeller ist derjenige, der ja mit Sebastian Kehl am längsten in Dortmund ist und da durchaus in der Position ist, voranzugehen und da diesen ersten Schritt zu machen. Fand ich auch gut, dass er es gemacht hat, auf jeden Fall. Aber erwartet man das nicht auch vom Kapitän, der ja Mats Hummels nun mal ist in dieser Situation, auch wenn es halt schwer ist für ihn, in dieser Saison ausgerechnet Kapitän geworden zu sein? Erwartet man das von seinem Kapitän, dass er eigentlich der Erste ist, der da zu den wütenden Fans geht? Also mir ist es grundsätzlich egal, wer der Erste ist, ne? Ob der jetzt eine Kapitänsbinde trägt oder nicht. Was bei Weidenfeller natürlich, das darf man nie vergessen, der Vorteil ist, der kennt das schon. Ja, der hat das 2006 bzw. 2007 schon mitgemacht, genau wie Kehl, wobei Kehl ja eben halt nicht auf dem Platz gestanden hat. Und ich kann schon verstehen, dass ein Mats Hummels oder auch alle anderen, die da sind, die sind es nicht gewohnt. Ja. Die sind seit 3, 4, 5 Jahren hier. Die haben im Grunde keine schlechten Zeiten erlebt. Die wissen, so eine Reaktion haben die noch nie erlebt in Dortmund. Und da kann ich schon verstehen, dass da jemand vorangeht, der das schon kennt, der weiß, was auf ihn zukommt und was das da jetzt bedeutet, was da passiert. Und dass jemand, der das erstmals erlebt, halt da noch so ein bisschen zögerlich ist. Ja, er ist da nachher hingegangen und hat sich auch den Leuten gestellt. Also ich kann da keinen Kritikpunkt an Mats Hummels sehen. Bei mir ist es auch eher so, erstmal musste ich gerade an diese legendäre Busblockade denken und Sebastian Kehl, der durchs Megafon fragt, was wollt ihr jetzt von uns? Wollt ihr uns verprügeln oder was? Und die Meute brüllt laut, ja! Da musste ich gerade kurz dran denken. Also das hat Weidenfeller halt schon miterlebt, da hat Volker vollkommen recht. Und für mich ist es auch eher so, dass Hummels, der so ein bisschen bei mir an Ansehen verloren hatte über die letzten Monate, weil er sich dann halt, weiß nicht, in Berlin
nach wenigen Sekunden auf dem Weg zur Kurve direkt Richtung Kabine verzogen hat. Und da hat er für mich dann wieder ein Ansehen gewonnen, weil ich dann gedacht habe, okay, alles klar, der hat verstanden, worum es geht. Und ich glaube, das war für ihn auch wirklich so ein Erlebnis, das wichtig war, dass er jetzt einfach mal dieses Gewitter, wie ich eben sagte, mitmachen musste auch. Und dass er sich dem gestellt hat, das fand ich eher gut. Also ich würde jetzt gar nicht sagen, oh, der ist erst als Zweiter dahin, da erwarte ich von meinem Kapitän. Nee, ich finde gut, dass er es gemacht hat, weil ich vorher halt so ein bisschen Sorgen hatte, dass er vielleicht innerhalb der Mannschaft Kapitän ist, aber so Richtung Fans so sehr distanziert wird. Und das hat er so ein bisschen, ja, widerlegt, diese Wobei Sorge. böse Zungen dann natürlich behaupten könnten, dass er dann gegangen ist, weil Weinfelder schon vorgegangen ist. Ja, selbst wenn, aber er ist gegangen. Also letzten Endes stand er da und hat sich mit den Leuten auseinandergesetzt. Und er ist ja auch in Freiburg nach dem Spiel nochmal zum Zaun gegangen und hat mit den Leuten gequatscht, obwohl das Spiel glücklicherweise alles andere als schlecht lief. Schöne Überleitung. Ich weiß. Kommen Gut, wir oder? direkt auch mal dazu. Wir müssen noch mal ein bisschen hier anziehen. Auch wenn es jetzt schade ist, anzuziehen, wenn wir jetzt endlich mal über die positiven Dinge reden. Zeitlich gesehen meine ich anziehen natürlich. Ja, da gab es das 3:0 beim SC Freiburg im, ja, einem Spiel, was vorher als eines der wichtigsten Spiele der jüngeren Vergangenheit des BVB betitelt wurde. Es war auch sicherlich ein sehr, sehr wichtiges Spiel, was dann zum Glück ja deutlich gewonnen ging. Was auffällig war, war halt, dass das Pressing einfach wieder gestimmt hat. Und das hängt vielleicht auch mit einer Personalie zusammen, die man nicht auslassen kann, wenn man über das Freiburg-Spiel redet. Und das ist eine Änderung, die jetzt dann auch noch in das Mainz-Spiel mit hineingegriffen hat. Das haben wir eben schon mal kurz angesprochen. Ciro Immobile hat die ersten beiden Spiele gemacht, ist dann jetzt allerdings ersetzt worden. Und im Sturm stand dann vorne Pierre-Emerick Aubameyang. Und der macht seine besten Spiele in der Spitze anscheinend. Hat er dann hier auch gemacht, hat zwei Tore geschossen. Hat ja auch sonst seinen Anteil gehabt, hat das Tor von Reus ja dann auch sogar vorbereitet, ne? Ja, das hat er auch selber geschossen, wenn Reus da nicht einfach in den Ja, Ball reingelaufen genau. wäre. Ja. Also. Durch das Gegenpressing sich den Ball nach dem katastrophalen Rückpass von Freiburgs Franz war es, ne? Ja, sich da ergattert. War das wohl oder war das einer der entscheidendsten Faktoren, dass man Aubameyang in Sturmzentrum gestellt hat? War das der Weg aus der Krise? Um es mal ein bisschen überspitzt auszudrücken. Ob es der Weg aus der Krise ist, das werden wir Freitag sehen. Weil noch haben wir ja nur einen Punkt Vorsprung vor dem Abstiegsplatz. Von daher würde ich das noch nicht als aus den Weg aus der Krise sehen, sondern auf den, sagen wir mal, wir haben die richtige Fahrbahn eingeschlagen. Man hat ja auch nach dem Augsburg-Spiel war ja auch die Kritik an Klopp deutlich zu spüren, auch in den Medien. Und ich habe mir auch so, ja, so schon überlegt, warum war das Augsburg-Spiel zu Hause so schlecht? Gerade auch verglichen mit den drei Heimspielen, die wir 2014 noch hatten, die waren dann deutlich besser. Und ob Klopp vielleicht irgendwie, ja, was weiß ich, die Mannschaft nicht erreicht oder die Mannschaft ihm nicht zuhört, auch die Taktik vielleicht nicht die richtige war gegen Augsburg. Ja, und dann hat er umgestellt, hat sich auch Kagawa hat er übrigens auch reingestellt auf die Stelle hinter Zehnerposition. der Spitze, auf die Ja. Zehnerposition. Da muss man sagen, das war ein cleverer Schachzug. Also beide, sowohl gegen den Aubameyang, gegen die doch etwas langsame Abwehr-Viererkette der Freiburger zu bringen, als auch eben halt Kagawa, der in der Hinrunde schon dadurch aufgefallen ist, dass er eben halt sehr gut, trotz seiner vielen Schwächen, die er noch hatte, zumindest beim Pressing deutlich sich Geltung verschaffen konnte, fand ich schon, dass die beiden Umstellungen da schon was gebracht haben. Ich hätte jetzt auch vor allem Kagawa angesprochen, weil ich da lustigerweise bei Twitter von einem englischen Twitterer, der Name ist mir leider gerade entfallen, aber er wird das vermutlich eh nicht hören, eine Statistik Wenn geschickt doch, bekommen hello. habe. Bitte? Wenn doch, hello. Hello, welcome to Auf Ohren. Eine Statistik geschickt bekommen habe, dass Kagawa mit Abstand der Spieler ist, der die beste Torquote beim BVB hat. Das heißt, mit ihm auf dem Platz haben wir also deutlich mehr Tore geschossen als kassiert, wohingegen zum Beispiel Kevin Großkreuz eine negative Quote hat. Das heißt, jedes Mal, wenn Kevin Großkreuz auf dem Platz stand, haben wir durchschnittlich
weiß ich nicht, minus zwei Tore gehabt. Das ist jetzt nur ein Beispiel, um zu veranschaulichen, wie diese Quote funktioniert. Und Kagawa ist da halt relativ mit Abstand relativ weit oben. Und ich hatte in der Hinrunde schon öfter den Eindruck, dass seine Auswechslung, dass die Mannschaft so ein bisschen aus der Bahn gebracht hat. In München war es so, dass wir direkt nach seiner Auswechslung die beiden Tore gefangen haben. Da gab es noch direkt danach ein Spiel, jetzt ist es mir entfallen, wo wir bis zu Kagawas Auswechslung, glaube ich, sogar geführt haben und dann das Spiel noch verloren haben. Also, ich glaube, er ist schon echt wichtig für die Stabilität und die Statik dieser Mannschaft. Und ja, wenn du dann einen Aubameyang hast, der lustigerweise eiskalt ist vorm Tor, ja, das ist das, was man Ciro Immobile immer so nachsagt, dass er eher so der Knipser ist, ne? Der braucht halt nicht viele Chancen. Wenn er den Ball hat, macht er ihn rein. Und dann hat der Aubameyang gegen Freiburg 2,5 Chancen und macht daraus 3 Tore. Also das eine hat Reus gemacht, aber der hat ja wirklich die beiden anderen Dinger richtig trocken versenkt. Und das ist schon, die Chancenverwertung war da einfach der Schlüssel, glaube ich. Sind auch generell nicht so schlechte Werte, die Aubameyang vorzuweisen hat. Er hat jetzt insgesamt 76 Spieler da gemacht für den BVB. Steht jetzt bei 30 Toren und 14 Assists, was nicht so schlecht ist eigentlich. Also 44 Torbeteiligungen in 76 Spielen, da gibt es durchaus schlechtere Werte. Und in dieser Saison sind es auch 14 Treffer und 9 Vorlagen bei 28 Spielen, die er gemacht hat. Und dabei spielt er eigentlich so in der öffentlichen Wahrnehmung relativ selten so das Gesicht, was jetzt wirklich für den BVB so wichtig ist. Wird er ein bisschen unterschätzt, teilweise sogar? Ich glaube, Polarisiert das nicht lag. so. Entschuldigung. Er polarisiert nicht so. Klar, wer alles abräumt in der öffentlichen Wahrnehmung, ist natürlich Marco Reus, egal ob Vertragsverlängerung oder nicht. Immobile eben halt, weil er 18 Mille gekostet hat und bisher nicht im Ansatz nachweisen konnte, dass er sich auch wert ist. Aber ich persönlich habe da kein Problem mit, dass Aubameyang, er wahrscheinlich auch nicht, dass er da ja, im Grunde nicht so wirklich als der wichtige Spieler wahrgenommen wird. Also das mit dem Polarisieren würde ich nicht so sehen. Alleine die Glitzerschuhe und die Spider-Man-Maske haben ihn schon sehr viel Aufsehen gebracht. Aber er ist halt echt, er kam letztes Jahr, war er weit hinter Mkhitaryan, so von der Ablösesumme, vom Wert, von den Erwartungen. Mkhitaryan war dann der Götze-Nachfolger und Aubameyang war halt ein Ergänzungsspieler. Und in diesem Jahr haben wir dann auch, wie Volker sagte, Ciro Immobile und Adrian Ramos und Aubameyang war halt schon ja hier, ja gut. Und ich fand halt auch, dass er letztes Jahr, wenn er dann auf dem Flügel gespielt hat, was ja vornehmlich der Fall war, er hatte zwar immer noch eine super Torquote, aber er hat halt auch echt Schwächen offenbart, die jetzt in der Sturmspitze nicht mehr so auffallen. Also würden wir daraus auch schließen, dass das jetzt so die Art und Weise ist, wie wir jetzt auch in den nächsten Wochen auftreten sollten mit Aubameyang im Sturm? Och, ich bin da, ja, also funktioniert ja. Also was mich halt immer noch beeindruckt, ist seine Kälte vorm Tor, die ich ja sonst, also die Bude gegen Mainz, erstmal der Pass von Reus, aber kommen wir jetzt gleich noch zu, aber der Pass und wie er das noch irgendwie an Torwart und Innenverteidiger vorbeispitzelt, das ist einfach richtig stark. Und das fürchte ich halt, hätte ein Immobile so gelobt sein Torabschluss eigentlich ist und so sehr man ihn als Knipser bezeichnet, das kriegt er nicht hin. Und deshalb ist Aubameyang einfach auch als klassischer Stürmer, nicht nur als pfeilschneller Läufer und wie auch immer, sondern halt auch wirklich, was den Abschluss angeht, aktuell deutlich vorne, vor den beiden Konkurrenten. Weil man dann ja auch die Frage stellen muss, was dann auch Immobile und Ramos langfristig dann werden könnte. Ne? Also, aber gut, das ist auch etwas, worüber wir irgendwann mal zu einem späteren Zeitpunkt reden werden, was denn so die langfristige Kaderplanung des BVB wohl ausmacht. Ja, also die Bitte kam ja bei Twitter und das sollten wir jetzt dann vielleicht auch ansprechen. Das machen wir jetzt diese Woche, glaube ich, oder diesen Monat noch nicht, denn wir haben jetzt erstmal noch, stecken, glaube ich, noch zu tief in diesem Abstiegskampf und haben noch zu viele wichtige Spiele in den nächsten Wochen vor uns, als dass wir jetzt schon darüber reden sollten, was nächste Saison ist. Das Genau. werden wir dann vermutlich in der nächsten oder vielleicht auch erst in der übernächsten Ausgabe thematisieren. Wenn wir ein bisschen mehr durchatmen können, vielleicht. Kommen wir zum Spiel gegen Mainz. 4 zu 2. Ist super gelaufen, könnte man rückblickend meinen. Im Grunde ist erstmal alles schiefgegangen, was schiefgehen konnte. Vor allen Dingen in der ersten Minute, wo ein Ball von Soto auf einmal im Tor landet.
weil Weinfelder nicht gut aussehen, weil er rauskommt. Ja, obwohl das nicht unbedingt muss, vielleicht kann man hinterfragen, weil sein Faustball auch unglücklich ist und weil Soto den Ball dann halt auch sah nicht trifft und so und Schmelzer dann den Ball auch nicht mehr retten kann auf der Linie. Also da ist echt alles scheiße gelaufen, was passieren konnte eigentlich. Der große Unterschied war hier, dass der BVB nicht ganz so geschockt war wie in den letzten Spielen, wo es Rückschläge gab, wie gegen Augsburg zum Beispiel. Da gab es dann halt auch mal eine Reaktion und zum ersten Mal auch wieder so, auch nach dem 2:2, was dann ja später sogar nochmal gefallen ist, nachdem Anfang der zweiten Hälfte Subotic und Reus dann auf einmal das 2:1 besorgt hatten, es dann wieder einen Rückschlag gab durch das 2:2 von Younes Mali. Aber dann auch sofort so ein Ruck durch die Mannschaft ging und man eigentlich nicht so ganz den Zweifel hatte, dass man das Spiel nicht gewinnen könnte oder so. Wie habt ihr das gesehen? War das wirklich so vom Auftreten her was anderes? Hast du schön formuliert. Man hatte direkt nach dem 0:1, ich glaube, zwei große Chancen, Reus, Pfosten und Kagawa, den der Torwart hält, wo man im ersten Moment denkt, A, wo haben sie den Torwart ausgegraben und B, ist das wieder eins dieser Spiele, wo du vom Torwart, den du vorher nicht kennst, am nächsten Morgen überall eine Eins in der Zeitung lesen musst, weil er Capino alles war es rausge übrigens. ja, genau, weil er alles rausgefischt hat. Ja, die Mannschaft hat halt ihren Plan trotz Rückstand durchgezogen. Ich denke, dass es von Anfang an genau so vorgesehen war, gegen Mainz so zu spielen. Und sie hat auch eben die Geduld bewiesen, halt, dass auch bis zu, wann ist das Tor gefallen? 49. glaube ich. Ja, im Grunde die ganze erste Halbzeit das Ding durchzuziehen und halt nicht in Panik zu verfallen mit jeder Minute, die das Spiel länger dauert und man eben noch keinen Ausgleichstreffer gemacht hat. Ja, und dass das Tor natürlich zum Ausgleich dann durch eine Ecke fällt, wo wir ja ungefähr genauso schwach sind wie der FC Bayern, der auch nach Ecken nicht so viele Tore erzielt, das aber im Gegensatz zu uns auch nicht so nötig hat. Ja, es war vieles positiv, gerade für die Moral, Rückstand aufgeholt, den Ausgleich geschluckt durch einen, keine Ahnung, bekloppten Abwehrfehler, einfache Körpertäuschung und dann rennt der Schmelzer erstmal ins Leere. Aber eben halt trotzdem weitergespielt und dann ja, auch verdientes Spiel gewonnen. Auch zum ersten Mal, dass wir ein Spiel gedreht haben in dieser Saison. Ja, das erste Mal seit dem Heimspiel letzte Saison gegen Wolfsburg. Da lagen wir zur Halbzeit auch zurück. Ja, Ernst, jetzt, es wurde ja viel dann, oder häufig dann mal von dem Freiburg-Spiel als Wende gesprochen, weil man da das erste Mal wieder gewonnen hat. War das Mainz-Spiel vielleicht eine viel größere Wende, weil man da eben genau diese Sachen hatte, wie Rückstand weggesteckt, Moral gezeigt? Das Sieger, diese Siegereinstellung vielleicht so ein bisschen wiedergefunden. War das die größere Wende vielleicht sogar? Oder Also ist wenn du das mich auch noch zu jetzt, früh? ja, jetzt hast du mir drei Möglichkeiten gegeben. Also wenn ich wählen müsste zwischen war Freiburg oder Mainz die größere Wende, dann sage ich Mainz, denn das ist das erste Mal seit Freiburg in der Hinrunde, dass wir zwei Spiele in Folge gewonnen haben. Und das ist, wie ihr sagtet gerade, ne, also Rückstand aufgeholt und zwar in einer Seelenruhe, die wirklich ungewohnt war für diese Saison. Ja, also ich hatte nach den ersten 54 Sekunden schon wieder keinen Bock mehr und dachte, Scheiße, es kann doch echt nicht wahr sein. Da warst du Und nicht mit, alleine mit. ja eben, aber mit welcher Ruhe, ich meine, die erste Halbzeit flachte dann hinten raus auch ein bisschen ab. Klar hatte Reus die Megachance mit dem Pfostenschuss und dem Nachschuss von Kagawa, aber es flachte schon noch ab. Und dann dachte ich schon zur Halbzeit so, puh, das wird noch ein harter Brocken. Aber sie haben es gepackt und sie haben sich auch von dem erneuten Ausgleich, wo ich wieder dachte, boah, nicht schon wieder so eine Scheiße, haben sie sich nicht irritieren lassen und die Körpersprache war ganz anders. Ich habe zum Beispiel sehr auf Marco Reus geachtet, wie er nach dem Gegentor zur Mittellinie zurücklief und da war kein Resignieren, da war kein boah, Scheiße schon wieder, sondern das war der pure Wille quasi. Und dahingehend fand ich Mainz schon das wichtigere Spiel von den beiden, weil ein Sieg so mittendrin mal hatten wir jetzt öfter in der Saison, aber zwei in Folge ist schon ein bisschen länger her. Letztlich. Und das ist dann die dritte Wahlmöglichkeit, die du mir gegeben hast, die ich nehmen werde, sind zwei Schwalben immer noch kein Sommer. Also da muss halt schon Bling, noch bling, eine bling. mittelfristige, ja, tut mir leid, es war der erste, ne? Ja. Also da muss mittelfristig noch was kommen, gerade wenn man guckt, jetzt treffen wir auf die Stuttgarter, die wirklich total außer Form sind und danach ist das Derby, das musst du gewinnen, egal wie deine Form ist und egal wie des Gegners Form ist. Also danach können wir dann vielleicht von einer Wende sprechen. Okay, warten wir es noch mal ab.
Okay, das wäre der Rückblick, der eigentlich auch schon wieder länger geworden ist, als wir es eigentlich wollten. Und bevor wir vom einen großen Schwerpunkt dieser Ausgabe, was eben dieser Rückblick war, zum zweiten wahrscheinlich auch größten Schwerpunkt dieser Ausgabe kommen, der Marco Reus sein wird, haben wir noch ein kleines Zwischenprogramm mal wieder. Denn in der letzten Ausgabe wurde sie ja schon eingeführt, teilweise dann ja auch sogar sehr gelobt. Die Schalte zum Malte. Und das wird eine feste Instanz bei Auf Ohren werden. Und deswegen gibt es jetzt die zweite Ausgabe von Schalte zu Malte, mit dem wir über ein Thema reden, was nicht direkt Auswirkungen auf die Profis hat, sondern eher unter den Profis stattfindet. Denn mit Christian Pulisic wurde ein 16 Jahre junger US-Amerikaner verpflichtet, der jetzt erstmal in der U17 eingesetzt wird, kommt von den Pennsylvania Classics, um es für die Major League Soccer spielen die wahrscheinlich gar nicht, oder? Ist ja auch egal. Ich kenne mich in den USA auch nicht so aus. Ja, von denen kommt er auf jeden Fall. Und wir wollen mit Malte über die anderen Überseetransfers sprechen. Christian Pulisic hat er jetzt auch noch nicht so oft gesehen wahrscheinlich, aber Leute wie Maruoka, Gio, Amini oder Junior Flores, die hat er schon oft gesehen und deswegen reden wir in der zweiten Ausgabe von der Schalte zu Malte mit ihm über Überseetransfers. Ja, guten Abend. Hallo Malte, wie geht es dir als erste Frage? Sehr gut. Ich habe ja jetzt mal den ganzen Abend auf euren Anruf gewartet, um endlich auch mal in der Öffentlichkeit was sagen zu dürfen. Endlich mal wieder. Hast du sonst relativ selten für. Ja, ich bin eigentlich nicht so der, der die Öffentlichkeit sucht, wie ihr wisst. Ja, ein scheues Reh quasi. Ein sehr ein scheues Bambi, ja. Völlig richtig. Ja, was macht das Pöbelleben? Erzähl uns was von deiner Karriere als Bahnschaffner oder sonstigen Ja, Erkenntnissen. nein, ich hab gerade Post bekommen von der Telekom. Ich hatte ja ein paar Probleme mit meinem Telekom-Anschluss, denn ich hatte ja einen neuen Telekom-Vertrag abgeschlossen und mir wurde dann was geschickt und das ging aber eine Woche nicht. Und jetzt gab es einen Entschuldigungsbrief von der Telekom und ich dachte, geil, irgendein Scheck drin oder so. Es war aber nur ein Tut uns leid Postkartenaufkleber und auf der Postkarte stand dann, tut uns leid, bitte entschuldigen Sie das und bla blub. Da war ich doch sehr enttäuscht. Ich hatte jetzt eigentlich zwei Karten von der FC Bayern München Heimspiel erwartet und du ziehst so einen geilen Kölner Kittel an. Das wäre auch geil, das stimmt. Wenn man einfach mal, wenn die einem sagen, hier, aber ich würde natürlich nur zum Spiel gehen, Bayern gegen den HSV. Das wäre das Das hast du einzige jetzt Spiel, wo ich verpasst. Interesse, ja, eben, wo ich Interesse hätte, weil man da weiß, da fallen die Tore. Man muss aber auf den Pokal warten für nächste Saison, weil Bundesliga wird eng, das nochmal zu sehen. Ach, ich glaube, ja, stimmt schon, ja. Hast recht. Naja, Kommen okay. wir von den Bayern und deinem Pöbelleben mit der Telekom doch dann jetzt mal zu dem Thema, was wir eigentlich mit dir besprechen wollten. Entschuldigung, wenn ich unterbreche, wer hat da gerade eigentlich reingesprochen? Die Stimme kannte ich nicht. Das war Volker. Du solltest Ach, auf Ohren Volker! hören. Ach, Ja, danke, ja. Egbert. Entschuldigung, Volker, ich wusste nicht, dass du auch daran beteiligt bist, an diesem megamäßigen Projekt. Ja, danke. Jetzt weiß ich Jetzt auch, du warum die warst gerade schwarz-gelbe dabei. WhatsApp-Gruppe so leise ist, ja. Weil ihr Gut, alle gerade beschäftigt seid. richtig. Wir wollten mit dir aber eigentlich über, ja, nicht unbedingt über Christian Pulisic reden, sondern hauptsächlich über Gerne. die anderen Überseetransfers, die der BVB in den letzten Jahren so getätigt hat. Die herausragenden Beispiele sind natürlich Mitch Langrack und Kagawa Shinji, aber der BVB hat sich ja auch noch mit anderen Spielern von weit, weit weg versucht, denen er gerne die Entwicklung hier ermöglichen würde. Und da würden wir gerne mal so ein bisschen deine Meinung hören, da du das, glaube ich, ein bisschen intensiver verfolgst als wir. Ja, ich halte davon nicht so viel, um ehrlich zu sein. Also man muss ja schon mal strukturell unterscheiden, dass Langerak und Gaba explizit für die Profis verpflichtet worden sind. Also auch, ne, die waren ja schon beide Anfang 20, definitiv. Und Borussia aber sich in den letzten 3 Jahren verstärkt darauf kapriziert hat, besonders aus dem ja, amerikanischen Bereich. Und auch natürlich aus dem exotischen Bereich, wie aus dem Bereich Ozeanien, mit Mustafa Amini, jetzt, um den konkret zu benennen, Leute zu holen, die in den Jugendmannschaften, die für die Jugend oder für die U23 halt geholt worden sind. Man muss da sagen, dass von der Leistung her, dass jetzt nicht so über
folgend war. Also das waren ja keine Leute, die jetzt dem eigenen Nachwuchs besonders stärker waren als der eigene Nachwuchs. Man muss da halt auch sehen, die Kritik, die ich jetzt daran äußern würde, ist halt, dass zum Beispiel so ein Flores oder so ein Pulisic, die aus den USA kommen, irgendwie dann gefühlt 2 Jahre nur mittrainieren dürfen, bevor sie dann spielberechtigt sind. Wo ich mich dann auch frage, ob das so sinnvoll ist, in dem Alter komplett auf Pflichtspiele zu verzichten. Hat Junior Flores ja jetzt gemacht. Er musste sehr, sehr lange warten, bis er 18 wurde eigentlich erst, bis er dann tatsächlich Genau. Pflichtspiele spielen konnte, ne? Ja, und das merkte man immer so am Anfang der Saison auch ganz stark an. Da war also meiner Meinung nach immer der schlechteste Spieler bei der U19. Inzwischen hat er sich offensichtlich wohl ein bisschen gefangen, ist jetzt auch ein bisschen präsenter, trifft auch mal. Mal sehen, wie das sich so weiterentwickelt. Also mich persönlich hat dabei jetzt noch nicht mehr überzeugt als andere Spieler. Und das ist ja auch das Problem, so als jemand oder der gemeine BVB-Fan, in Anführungsstrichen, der jetzt nur Zeitung, Internet verfolgt, der denkt natürlich, boah, wenn die jemanden vom anderen Ende der Welt irgendwelche Spieler holen, das muss ja jetzt der absolute Kracher sein, während auf der anderen Seite vielleicht der Neuzugang aus Bad Sassendorf mindestens genauso gut sein könnte, ne? Und du setzt halt die Jungs aus dem fernen Ausland mega unter Druck, wenn du die schon mit 16, 17 in die Jugendmannschaften holst. Also bei Flores bist du dir auch noch nicht so ganz sicher, ob er jetzt tatsächlich da mal irgendwann das Zeug hat, mal ein passabler und wichtigerer Fußballspieler zu werden? Ah, ich glaube es nicht. Also so wie seine Anlagen, also ich sehe da jetzt auch nichts Besonderes, was jetzt kein anderer Spieler hätte. Von daher mal abwarten, jetzt noch die 1, 2 Jahre in der Jugend und dann vielleicht U23 mal ein Jahr probieren, aber ich sehe da eigentlich im Moment keine großen Potenziale. Wie sieht das bei Mitsuru Maruoka aus? Der ist immer ja auch noch 19 Jahre jung, ist jetzt im Moment noch Ja. ausgeliehen von Osaka, hat U19 und Also den U23 mal gespielt. Ja, den schätze ich stärker ein als Flores, aber er hat jetzt ja auch natürlich, das ist ja immer das Problem, was wir auch schon mal, glaube ich, in einer der anderen, in der letzten Sendung besprochen haben. Das Problem ist halt, er war bei der U23, hat sogar bei den Profis mal reingeschnuppert und dann ist halt schwer, den Alltag wieder zu finden, halt in der U19. Und dann kommt dann dazu die Mentalität halt, dass er als halt sehr schüchtern ist und sehr zurückhaltend ist und auch, man muss halt gucken, wie er sich sozusagen menschlich auch wohlfühlt. Ja, und da bin ich im Moment so ein bisschen skeptisch, ob er sozusagen dann nochmal den Drive wieder kriegt, nachdem er jetzt ja einmal so richtig geschnuppert hat, er wurde ja in Mainz eingewechselt, in der Hinrunde sogar, ob er jetzt dann damit leben kann, vor 45 Leuten irgendwo in Bergisch Gladbach in der Jugend zu spielen. Ist aber so von den Anlagen her einer, wo du eher drauf wetten würdest, dass der Ja, mal. also definitiv, ist halt tatsächlich so ein Tagawa in Jung, von klein, quirlig, schnell, gutes Passspiel, mir fehlt halt noch ein bisschen Robustheit und Erfahrung, aber ich sehe da auf jeden Fall bei ihm Potenzial und er ist halt sehr jung noch und also den werden sie, denke ich, sicherlich in die U23 hochziehen, ne? Kleiner Funfact am Rande, wo du gerade Kagawa sagst, du hattest damals nach seinem Transfer einen Artikel für schwarzgelb.de geschrieben, als einziges Medium vor Ort bei der Ja. Jugendabteilung und hattest das mit Kagawa-Rückkehr betitelt und das war der einzige Tag seit dem Bestehen der Facebook-Seite von schwarzgelb.de, an dem uns so viele Leute auf Gefällt mir nicht mehr geklickt haben, dass wir ein Minus gemacht haben an dem Tag. Herzlichen Dank dafür, Ja. Leute. Ich möchte da aber in diesem Kontext betonen, dass ich recht hatte im Nachhinein. Ja, zwar selbst Geist sechseinhalb Monaten, mit 6,5 Monaten Verspätung, aber prinzipiell habe ich recht behalten. Und selbst Sky Sport News AD hat ja auch ein Maruoka-Bild einmal ausgenutzt, um zu sagen, Kagawa ist schon wieder zurück in Dortmund. Ne? Also. Eben, und genau. Ne? Und von daher man muss halt auch mal unbequem sein, um seine Weisheiten und dann letztlich auch Wahrheiten zu verkünden. Wenn ich da mal reingrätschen darf, der Vergleich, der ständige Vergleich von Maruoka mit Kagawa, meinst du, das belastet ihn? Ich glaube, das ist halt mega nervig für so jemanden, ne? Also der kann sich halt null selber irgendwie entwickeln oder in den Fokus spielen. Selbst als Kagawa nicht da war, war ja der Nachfolger von Kagawa. Man könnte ja fast jetzt ausgehen, jetzt wo Kagawa wieder da ist, ist es sogar ein Vorteil für ihn, weil jetzt der richtige Kagawa sozusagen wieder spielt, ne? Also so absurd sich das anhört, aber vielleicht ist er jetzt wieder ein bisschen im Schatten und kann sich da jetzt in Ruhe entwickeln. Was ist mit den beiden Leuten, die jetzt mehr bei der U23 spielen, Gio und Amini?
Jo ist jetzt Ja. schwierig, der ist verletzt ja dauerhaft jetzt, zum zweiten Ja. Mal Kreuzband kaputt. Hatte aber Ja, eigentlich einen Jo ist ganz ja so guten ein Start. bisschen, ja, Jo ist ja so ein bisschen außerhalb dieser Reihe von Namen, weil er sozusagen in Deutschland ja schon relativ aktiv war, in St. Pauli und Hoffenheim. Ist, glaube ich, von denen so mit dem Potenzial am besten. Hat ja auch schon beim Profis kurz mal gespielt, ein paar Minuten. Schwankt immer so ein bisschen, finde ich, so zwischen Genie und Wahnsinn. Hat manchmal Spiele, wo er das allein entscheiden kann, dann aber auch unerklärliche Abspielfehler im nächsten. Also bei dem ist tatsächlich Konstanz wichtig, aber was ich so von St. Paulianern gehört habe, die ihn auch so in der zweiten Mannschaft mal gesehen haben, also das war wohl nicht so prickelnd. Von daher hat er sich bei uns wohl relativ gut schon nach vorne gespielt. Ja, oder bei der ersten sogar in St. Pauli hat er, glaube ich, sogar auch gespielt. Das war wohl jetzt nicht so der Burner. Ja, es ist halt mega bitter, jetzt in dem Alter und in der Phase seiner Karriere so eine schwere Verletzung zu haben. Ist auch sonst war er auf jeden Fall Stammspieler unangefochten. Ja, Und jetzt ist Nationalspieler ja er auch dafür, sogar in den ja, USA. und jetzt spielt ja mein Freund Kefkir statt seiner. Und deshalb bin ich natürlich noch wütender über diese Verletzung von Gio. Und Amini, der mehr ja in der Öffentlichkeit wegen seiner Frisur wahrgenommen wird als über sein fußballerisches Talent. Ja, Amini, der afghanische, nicaraguanische Australier oder nicaraguanisch-australische Afghane, wie ich ihn gerne nenne. Er ist irgendwie, obwohl man ja nur zwei Eltern hat, hat er irgendwie drei Wurzeln, also Nicaragua, Afghanistan, Australien. Ich habe das aber immer noch gar nicht so richtig verstanden, welche Wurzel jetzt woraus stammt. Aber er ist ja, also ich glaube nicht, dass es mit dem über dritte Liga was wird, um ehrlich zu sein. Es ist immer noch, also er war ja am Anfang echt fett, muss man ja sagen, finde ich irgendwie. Und das hat er jetzt so ein bisschen athletischer ist er geworden, aber auch immer noch zu langsam, finde ich. Also er ist, keine Ahnung, er ist mehr irgendwie, der Pass ist gut und auch Übersicht hat er, aber für die ersten zwei Ligen reicht es meiner Meinung nach nicht, weil er einfach ein unfassbares Defizit hat im Antritts- und Schnelligkeitsbereich. Ja, das Da will ist ich dann so jetzt aber sagen. die interessante Frage, wenn du sagst, es geht nicht über die dritte Liga hinaus bei ihm. Sein Vertrag läuft jetzt im Sommer aus, dann sind die 3 Jahre rum, die Ja. man ihm gegeben hat. Was macht der BVB als nächstes mit ihm? Würdest du Also sagen. Amini wird, ja, ich glaube nicht, dass, also wir sind uns ja einig, dass im Sommer beim Profis es einen Umbruch geben wird, denke ich mal, was an Zu- und Abgänge angeht, aber ich glaube nicht, dass man dann auf Amini zurückgreifen wird und ihn in die erste Mannschaft hochziehen wird. Wenn überhaupt, würde man vielleicht noch mal ein Jahr Verlängerung gewähren, aber auch das halte ich für fraglich, weil dafür waren auch seine Leistungen einfach nicht so herausragend, als dass man ihn noch, ich glaube, er ist dann, wie alt ist er? Guck mal auf deine schlaue Liste. 21. Einer nur bitte sprechen, ist wie in der Schule. 21. Ja, der Lehrer. 21, ja, vielleicht wird er dann noch ein Jahr gewährt bekommen, weil er noch nicht über die 23er-Regel, Ü23-Regel fällt. Aber in die erste Mannschaft sehe ich ihn mittel- bis langfristig auf gar keinen Fall. Ich grätsch Also, noch wenn mal wir. rein, um die Besitzverhältnisse bei Herrn Anamini aufzuklären. Geboren in Sydney, Vater ist Afghane und die Mutter kommt aus Nicaragua. Ah, dann macht das ja doch Sinn mit den drei Wurzeln. Einmal Vater, Genau. Mutter und einmal Geburtsort. Konnten wir dieses Rätsel auch lösen? Wieder Ja, was also gelernt. wenn wir zusammenfassen, bist du weiterhin skeptisch eher. Und auch wenn du jetzt siehst, oder wenn man deine Einschätzung nimmt von den Leuten, die da jetzt geholt wurden und wo sie jetzt hinkommen werden wohl oder was sie für Aufstiegspotenzial haben, muss man da auch hinter Christian Pulisic ein Fragezeichen machen wahrscheinlich. Ja, da ist ja auch wieder das Problem, ne? Ich habe das jetzt erst gelesen, dass er irgendwie gespielt hat. Also, ne, mich wurde auch am Ende im Sommer und Herbst ständig gefragt bei Twitter, was sagst du zu Pulisic und so. Ich habe von dem noch nie was gehört, bis ich dann mitkriegte, dass er wohl offensichtlich vom BVB verpflichtet wurde und mittrainiert. Aber da ich nur zu den Spielen gehe und mich mehr darüber hinaus dann auch wieder nicht beschäftige, außerhalb der Spiele, wusste ich, kannte ich diesen Menschen nicht. Ja, und von daher ist das genau die gleiche Sache wie Flores, dass er offensichtlich auch jetzt erstmal noch abwarten muss. Und ich glaube einfach, dass das, ne, du verpflichtest Leute in einer wichtigen Phase und die dürfen keine Spiele machen. Klar kann man jetzt sagen, Testspiele sind auch gut und so, aber ich glaube, es ist einfach was anderes, ob du um Punkte und einen gewissen Druck hast. Ne, und ich glaube, das ist nicht,
weiß ich nicht, ob das so positiv dann auch sein wird, aber was man, ich weiß nicht, was man so hört vom, ich weiß nicht, Klopp selber hat doch sogar schon was gesagt über ihn, ne? Dass er kicken kann und so. Das war bei den anderen ja nicht der Fall. Von daher, was man so hört, ist das ja zumindest vom Ansatz her vielversprechender als bei den anderen. Was glaubst du, welche Rolle spielt Marketing bei den ganzen Sachen? Ja, auf jeden Fall irgendwie, das darf man auf keinen Fall unterschätzen. Es fällt schon auf, dass da sozusagen alle wirtschaftlich starken Weltbereiche irgendwie abgedeckt sind, ne? Mit Amerika jetzt zwei, mit Japan, mit Ozeanien, Australien. Man könnte ja jetzt auch mal kritisch fragen, warum der BVB für die Jugend oder als Hoffnungsträger keinen Menschen aus Botswana holt oder aus Liberia, weil da wahrscheinlich das Marketing vielleicht nicht so ganz erpicht ist, weil man da nichts holen kann. Vielleicht eine etwas sehr zynische Betrachtungsweise, aber es wundert mich schon, dass aus USA und aus Japan da ständig Spieler kommen, die jetzt sportlich auch nicht besonders herausragen. Naja, aber ich denke schon, dass das Marketing sozusagen da auch hofft, dass man da vielleicht auf diesem Weg jemanden aufbauen kann. Und das Diese muss man ja auch Taktik sagen, wäre auf jeden Fall. bei Kagawa war es ja auch so. Naja, ich glaube, ich möchte nicht wissen, wie viel sozusagen der Marketing-Effekt da auch einen Einfluss hatte auf die Rückholaktion jetzt letzten Sommer. Ich habe noch eine Frage, denn ich meine, klar, unter Marketing-Aspekten wäre das vielleicht ganz praktisch, aber was hieltest du denn zum Beispiel davon, wenn der BVB in so einem Bereich wie zum Beispiel die Vereinigten Staaten, die ja jetzt ziemlich großes Interesse am Fußball entdecken erst, eine Kooperation eingeht mit dem Verein, sodass man die Spieler nicht direkt von da wegholt, sondern vielleicht da noch weiter trainieren und spielen lässt, aber unter Beobachtung hat und vielleicht auch Ja. mal Freundschaftsspiele oder ein bisschen tauscht oder wie auch immer man sich das vorstellen kann. Ja, also das ist auf jeden Fall was, das gab es früher in den ganzen Fußballmanagern immer, diese Deshalb frage Option, ich. dass man ja immer ein Jugendcamp bauen konnte überall auf der Welt und dann die Spieler von da in seine Profimannschaft holen kann. Also ich glaube, wie gesagt, dass Spielpraxis das A und O ist in dem Alter und von daher wäre das so bei so Leuten wie Flores und Pulisic sicher eine Überlegung wert gewesen. Aber vielleicht wird das der BVB ja dann bald in Singapur machen, wenn man da eh das Büro schon hat und dann hat man ganz viele Singapuranana. Wie nennt man die? Singapuresen? Ich Singapuristen weiß wahrscheinlich. es nicht. Singapuristen. Oh, genau. Aber Die haben ganze, da wird bald ganz, ganz viele Singapuristen in der U19 und U23 spielen. Aber prinzipiell finde ich diese Idee der Kooperation, ich meine, Ajax Amsterdam hat das gemacht, schon 90er Jahre mit Ajax Cape Town in Südafrika. Ist allerdings auch nie wirklich was draus geworden, habe ich jetzt neulich drüber erstmal gelesen, das wurde auch immer groß angekündigt, aber bis auf ein, zwei Spieler, die mal reinschnupperten, dann bei Ajax war das auch nichts ganz, also weder Fisch noch Fleisch. Von daher, ja, ich glaube, so eine Fußballmanager-Simulation ist halt auch immer schwierig zu vertragen auf den wahren Fußball. Haben wir nicht in den USA irgend so eine Kooperation mit irgendeinem Verein abgeschlossen? Das ging noch 2013 oder 2014 ging das doch auch durch die Presse, dass wir da irgendwie mit so einem Farmteam, nenne ich es jetzt mal, da zusammenarbeiten. Das kann sein. Ich weiß nur, dass der BVB eine Kooperation mit dem SC 08 Münster hat. Habe das gerade mal schnell Also, bei YouTube eingegeben und finde zumindest einen englischen Artikel mit der Überschrift BVB announced partnership with football clubs in the US. du suchst bei ja. YouTube nach Presseartikeln? Bei Google, Stark. Entschuldigung. Welcher Verein ist das? Ist das überhaupt ein Verein oder eine Highschool oder so? Cincinnati United vom Ohio und La Roca von Utah. Kommt Das von hört sich Puma auch schon auch auf jeden Fall alles. total seriös an, auch, ja. Ja. Ja, Steht gut. aber auf der Warten offiziellen wir. BVB-Seite sogar. Ja, warten wir es da mal ab. Aber wie gesagt, vielleicht sollte man auch tatsächlich, gut, man sagt zwar irgendwie, der NRW-Markt wäre schon voll, weil einfach unfassbar viele NRW-Vereine natürlich auch im Profibereich sind. Aber in NRW gibt es auch unfassbar viele Kinder, Jugendspieler. Vielleicht sollte man tatsächlich nicht unbedingt immer in die Ferne schweifen. Zum Beispiel gibt es ja jetzt diesen, es gab ja so einen U17-Spieler, Ostaszewski oder so hieß der, glaube ich, der auch als Riesentalent gegolten hat und auch aber in der Hinrunde ein bisschen gespielt hat und jetzt auch nichts mehr von zu hören und zu lesen ist. Wie gesagt, das ist halt auch schwierig, wenn du mit 16, 17 Jahren selbst wenn es nur in Anführungsstrichen Polen ist, in ein völlig anderes Umfeld kommst und dich vielleicht nicht wohlfühlst, dann kannst du noch so ein großes Talent sein, dann kannst du auch scheitern. Und wie gesagt, das ist dann halt für jemanden, der
aus NRW kommt, ist dieses Risiko nicht ganz so groß und der spielt vielleicht auch ohne so viel Druck. Okay. Habt ihr noch Fragen an Malte? Nö, also wenn seine Zugbegleiterkarriere zukünftig Ja. weiterläuft, dann werde ich ihn dazu nochmal fragen, aber aktuell erstmal nicht. Oder zur Telekom. Dazu dann mehr bei der dritten Ausgabe von der Schalte zu Malte. Malte, Dankeschön, ja, gerne. Malte, Vielleicht vielen habe ich Dank. dann noch ein drittes Unternehmen, was ich hasse. Alles klar. Vielen Dank. Schönen Abend noch und falls was ist, ihr könnt mich immer anrufen. Machen Danke, wir. Malte. Machen wir. Ciao. Jo. Tschüss, Tschüss, Gerd. Malte. Tschö. Von den lokalen NRW-Spielern kommen wir natürlich direkt zu einer lokalen Größe. Geboren in Dortmund, aufgewachsen in Körne und jetzt dann endlich den Vertrag bis 2019 verlängert. Reden wir über Marco Reus und ja, die große Bombe, die Sensation und das, womit zumindest in Presse-Deutschland niemand mehr gerechnet hatte. Ja, du hast so schön in der Vorbereitung da so einige Sachen rausgesucht zu Marco Reus. Dann referiere doch einmal kurz, was du da in Ja, wie Erfahrung hast. gesagt, er ist in Dortmund geboren, in Dortmund-Körne aufgewachsen, hat dann nach 2 Jahren beim Post-SV Dortmund den Wechsel zum BVB unternommen. Das war schon 1995, also mit gerade mal 6 Jahren. Dann hat er 10 Jahre lang für den BVB gespielt, bevor er, so wie man sich das erzählt, aussortiert wurde, weil man ihn in der B-Jugend für zu schmächtig hielt und gesagt hat, okay, der wird eh kein Profi mehr, der ist nicht robust genug, sodass er dann nach Aalen gegangen ist, wo er erst noch in der B-Jugend und in der A-Jugend und in der zweiten Mannschaft gespielt hat, bis er dann nach 1,5 Jahren auch die ersten Profieinsätze hatte und sogar mit am Aufstieg von Rot-Weiß Aalen in die zweite Bundesliga beteiligt war. Nach 1 Jahr in der zweiten Bundesliga hat dann Borussia Mönchengladbach angeklopft und ihn für eine knappe Million verpflichtet. 3 Jahre lang hat er dann beim VfL gespielt und ziemlich gute Werte ja, hervorgebracht. Er hat in 109 Spielen sage und schreibe 41 Tore erzielt und 28 weitere vorbereitet. Bevor er dann nach der deutschen Meisterschaft und nach dem DFB-Pokalsieg im Jahr 2012 für knapp 17,1 Millionen Euro zu seinem Heimatverein, für den er schon 10 Jahre in der Jugend gespielt hat, zu Borussia Dortmund zurückkehrte, sich damals aktiv gegen den FC Bayern entschied, der wohl auch massiv geworben hat. Und ja, seit 2012 spielt er hier, hatte dann bis vergangene Woche offenbar ein Arbeitspapier mit einer einseitigen Vertragsoption für ihn, diesen Vertrag aufzulösen. Diesen Vertrag hat er jetzt verlängert bis 2019. Es gibt keine Vertragsoptionen mehr bei Lizenzspielerverträgen des BVB. Das hat er ganz offensiv in einer Aktien-Ad-Hoc-Mitteilung mitgeteilt. Es ist also nichts zu mäkeln oder zu deuteln und da braucht auch niemand aus Spanien schreiben, dass Gündogan ja doch eine Ausstiegsklausel hat. Wenn der BVB sowas als Ad-Hoc-Mitteilung rausgibt, dann muss das stimmen. Und ja, man munkelt, er verdient jetzt so 8 bis 10 Millionen Euro im Jahr. Vielleicht auch unterstützt durch Puma, die ja mittlerweile Anteilseigner sind. Und ich möchte jetzt nochmal die Zahlen. Wir hatten ja eben Mönchengladbach schon die 109 Spiele. Für den BVB hat er mittlerweile auch 108 Spiele gemacht nach dem Mainz-Spiel. Und hat da 50 Tore und 43 Vorlagen beigesteuert. Und da er in diesen 108 Spielen knapp 93 Spiele sind das, wenn man das auf 90 Minuten runterrechnet. 93 Spiele und 15 Minuten quasi. Dann kommt er auf ziemlich genau einen Scorerpunkt pro 90 Minuten. Und das ist schon ziemlich krasser Wert. Nicht so übel, auf jeden Fall. Ja, was machen wir aus der ganzen Sache? Marco Reus hat uns natürlich alle gefreut, dass er jetzt neu dabei ist. Auch die Interviews wirkten ja sehr authentisch von ihm, wo er ja klargestellt hat, dass das jetzt nicht nur irgendeine ja, finanzielle Entscheidung war, ob man das jetzt unbedingt glaubt oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich bin immer noch der Meinung, auch wenn jetzt gesagt wird, der verdient jetzt hier viel Geld oder so, was auf jeden Fall stimmt. Das hätte er aber bei anderen Vereinen auch gekriegt, das viele Geld, vielleicht sogar nochmal mehr. Es ist halt auch eine Entscheidung für Dortmund und für die Stadt und für den Verein. Hat das ja auch als Entscheidung fürs Leben dann so schön gesagt. Muss man natürlich auch immer vorsichtig mit sein. Aber ich habe es ihm zumindest abgenommen und er hat es zumindest überzeugend rübergebracht. Das habe ich dann auch schon mal anders gehört von Marco Reus, also, oder andere Statements habe ich schon mal gehört, wo ich gedacht habe, ja, nicht so. Deswegen
es ist schon auf jeden Fall, und gerade zu diesem Zeitpunkt, in dem die Verlängerung ja auch bekannt gegeben wurde, ein riesengroßes Zeichen, was da gesetzt wurde, dass er auch in dieser Zeit zu Dortmund hält und glaubt, dass da immer noch mehr rauskommt. Das ist das, was wir schon mal besprochen haben, was aber viele dann, ich nehme mich da noch nicht mal so aus, was viele dann vielleicht ein bisschen zu sehr unterschätzt haben, dass Marco Reus eben ein Dortmunder Junge ist, war und jetzt ja auch erstmal bleibt. Und ja, wir können uns alle nur darüber freuen, dass er jetzt bleibt eigentlich. Viel Negatives gibt es da ja nicht so wirklich dran, oder Volker? Nö. Das einzige Negative in Anführungsstrichen ist halt, spätestens 2018 gehen die Diskussionen wieder los, um was macht der, was macht der nicht. Aber grundsätzlich hat man jetzt erstmal 3 Jahre ja, Planungssicherheit, sage ich mal so. Der Vertrag gilt ja witzigerweise auch für die zweite Liga. Und es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder, wenn es ein Mega-Angebot gibt, dann kriegen wir einen Arsch voll Geld. Ja, oder er erfüllt seinen Vertrag erstmal die nächsten 3, 4 Jahre. Also ich kann da auch nicht viel Negatives sehen. Es gibt zwar Kritik natürlich an der Größe des Gehaltes, was er da kassiert. Aber ich glaube nicht, dass es so weit weg ist von dem, was sich ein Mats Hummels bei uns beispielsweise jeden Monat überweisen lässt. Das glaube ich schon. Also das wäre jetzt der Kritikpunkt, den ich anbringen würde. Ich glaube, mit Marco Reus bricht jetzt dann ein neues Zeitalter der Gehälter in Dortmund an. Bisher war er, glaube ich, auch schon immer relativ weit oben angesiedelt. Aber es gab immer diese ominöse 5-Millionen-Euro-Grenze, die man auch für Robert Lewandowski nicht überschritten hat. Ja, dem man gesagt hat, okay, weißt du was, du kriegst auch im letzten Vertragsjahr meinetwegen noch eine Gehaltserhöhung, aber mehr als 5 Millionen werden es nicht. Und die hat man jetzt überschritten. Und das ist sicherlich auch etwas, was nicht nur Marco Reus betrifft, sondern halt auch bei jemandem wie Mats Hummels, der immerhin Weltmeister ist, der Kapitän ist, der vor allem bei der Weltmeisterschaft ja auch entscheidenden Anteil hatte. Der wird jetzt, ich halte ihn für sehr integer und ich glaube nicht, dass er Stunk machen wird, weil er deutlich weniger verdient, aber er wird berechtigte Ansprüche haben, jetzt dann ein ähnliches Niveau verdienen zu können. Und das gilt dann vielleicht auch für Leute, mit denen man noch verlängern möchte, mit Ilkay Gündoğan, der sicherlich sehr, sehr viele Angebote bekommen wird. Auch der wird sich an Marco Reus orientieren können, gehaltsmäßig. Da kann man jetzt nicht mehr sagen, weißt du was, du kriegst 4 Millionen, damit bist du am oberen Ende. Dann sagt der aber hier, guck mal, der Reus kriegt das Doppelte. Aber der Reus kriegt das Doppelte. Ja, Ich ist auch glaube. das, was ich, Entschuldigung, was ich, wo ich das Haar in der Suppe suche, oder ist auch gar nicht so schwer, es zu finden eigentlich, weil das ist schon nur mal eine Summe. Wenn man davon ausgeht, dass es wurde geschrieben davon, dass Hummels so um die 5 kriegt, ja auch, das war, was ja zu dieser 5-Millionen-Grenze ja auch passen würde. Und dann ist es schon nochmal was anderes, wenn dann ein Marco Reus jetzt, ob jetzt mit Puma oder nicht, 10 Millionen kriegt. In Klammern würde ich da auch mal sagen, weiß ich auch nicht, ob ich das so geil finden soll, dass Puma da jetzt auch noch Geld bezahlt für unsere Spieler oder sowas. Ja gut, aber sie sind ja schon Anteilseigner, ne? Die haben ja schon ein ordentliches Aktienpaket. Ja, schon Ne? klar, Also die aber werden da Interesse daran haben. Marco Reus ist deren Testimonial. klar, Ne? wäre Also. aber ein Kritikpunkt, wenn das andere Vereine so hätten oder so. Da würden wir auch wahrscheinlich nicht drauf gucken und sagen, ja, cool, die sind halt Anteilseigner und so. Also ich verstehe es, warum sie es tun. Hab da auch keine endgültig negative Meinung, find's aber jetzt auch nicht so bombastisch oder sowas, dass ich sage, hey geil, mach das öfter oder so. Und ja, ich weiß nicht. Ich habe dann in der Zeit nach Marco Reus habe ich dann häufig gelesen, ob sich jetzt die Strukturen beim BVB verändern, die Gehaltsstrukturen. Mein erster Gedanke dazu war, mit einem Spieler änderst du den Maximalwert oder das Maximalgehalt, nicht direkt, aber die Strukturen, das kommt jetzt doch an, wie man in der Folge damit umgeht. Aber andererseits liegt dieser Gedanke halt nahe, dass dann sich jetzt auch andere Spieler bei etwaigen Vertragsverhandlungen dann natürlich mehr Geld zusichern lassen wollen. Das steht, denke ich, außer Frage in meinen Augen. Ich sehe das nicht so negativ. Ich sag mal, man muss natürlich bei solchen Preisen immer aufpassen, was ist die Gegenleistung? Was ist halt, kann ein Spieler, sagen wir mal, früher, das ist ja, wird ja immer so gerne gebracht, dieser Kardinalfehler, den wir nach dem Champions League-Titel und den Meisterschaften in den 90ern gemacht haben, dass wir einfach für Spieler viel zu viel Geld bezahlt haben, die es nicht wert gewesen sind, sowohl was die Ablösesumme betrifft, als auch was die Gehälter betrifft.
Dass man einen Marco Reus mit der Bedeutung für Borussia Dortmund 8 bis 10 Millionen auf den Tisch legt, kann ich durchaus nachvollziehen. Bei Ilkay Gündogan bin ich zum Beispiel nicht bei euch, dass der viele Angebote haben wird, das glaube ich einfach nicht, weil er lange, lange nicht gespielt hat. Er war über ein Jahr war er nicht dabei und hat in der Hinrunde, die er, ich glaube, Köln ist er wieder eingestiegen, auch alles andere als überzeugt. Von daher glaube ich nicht, dass da die großen Möglichkeiten für ihn sind, da einen großen Vertrag abzuschließen. Ja, aber Mats er ist Hummels darf nächstes man ja Jahr nicht vergessen, wenn ich ablösefrei. noch eben ausführen darf, Ja, Entschuldigung. der hat sich seine Ausstiegsklausel abkaufen lassen. Ja, der hat ja eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag, die er sich hat abkaufen lassen. Und ich glaube nicht, dass er das für umsonst gemacht hat. Ja, wenn er sich Ist da allerdings auch schon ein paar irgendwie. Jahre her. Ja, aber wenn du dir da, sagen wir mal, 8 bis 10 Mille einfährst, ja, rechne das hoch, dann bist du bei 5 Millionen plus die paar Millionchen, die er dann da noch kriegt, dann ist er auch bei 7 Millionen aufs Jahr gesehen. Das ist alles eine Sache, wie man es rechnet. Also ich glaube nicht, dass Mats Hummels, unter 5 Millionen bei uns im Jahr bekommt. Aber Das kann ich mir ich nicht bin vorstellen. mir ziemlich sicher, dass auch Marco Reus jetzt nochmal Handgeld kassiert haben wird. Also der wird nicht nur einen neuen Vertrag, der wird auch eine Unterzeichnungsprämie oder wie auch immer bekommen Wir sollten mal Aki Watzke dazu anrufen. haben. Vicky, übernimm das mal eben. Ja, genau. Nein, also ja, gut, bei Gündogan, ich denke schon, dass der, dadurch, dass er ablösefrei ist nächsten Sommer, schon ziemlich freie Auswahl hat. Ich meine, selbst Real Madrid wird sich sagen, gut, für lau nehmen wir den. Viel kaputt machen wird er nicht. Ne? Also frisst uns nicht die Haare vom Kopf. Und Barcelona ist zum Glück raus jetzt, habe ich letztes Mal schon gesagt. Das wäre, glaube ich, so mein Top-Favorit. Und das ist so eine Sache, die mir ein bisschen mehr Hoffnung gibt, dass wir den zumindest noch ein bisschen kurzfristig binden können. Aber ich denke schon, dass der Ansprüche anmelden wird, weil er halt sagen kann, hier, ich habe schon mal mit denen telefoniert und ich war schon mal bei denen und habe mir eine Wohnung angeguckt. Kann er ja auch, ist ja auch sein gutes Recht. Nur die Frage ist natürlich, wie weit gehen wir? Haben wir ein Limit? Also ich sage jetzt einfach mal in den Raum hineingesagt, 7 Mille im Jahr. Ja, er will aber 9 haben. Ja, dann muss Borussia klar sagen, nee, für den Preis nicht. Einfach weil ja, die sportliche Qualität bisher sich nicht dahingegen entwickelt, wie sie sich bei Marco Reus entwickelt. Das muss man dem halt dann abwägen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so im Vergleich zu damals, wo die Verträge gemacht worden sind, hat Borussia Dortmund natürlich auch ganz andere Umsatzzahlen. Ja, selbst wenn man jetzt die Champions League verpasst, hat Watzke letzte Woche oder vorletzte Woche auf der Spobis gesagt, auf dieser Sponsorenmesse, Verpassen der Champions League wäre eine Umsatzeinbuße von knapp 70 Millionen, was 15 Millionen Euro Nettoertrag bedeuten würde. Ja, das ist natürlich eine ganz andere Möglichkeiten, die wir da haben, als noch vor 3, 4 Jahren, als die Verträge damals mit den Spielern gemacht worden sind. Aber man darf es natürlich nicht übertreiben. Ich glaube, man hat auch im Rahmen der Kapitalerhöhung und dann auch, ich glaube, es war ja nach der Verpflichtung von Mkhitaryan gesagt, dass man sich prinzipiell gehaltsmäßig auch ein bisschen breiter aufstellen möchte. Das heißt, dass man da so ein bisschen von diesem sehr krass erfolgsabhängigen Modell weg möchte und so ein bisschen mehr Fixgehälter zahlen möchte, weil man halt einfach auch fix viel mehr Einnahmen hat und wie du gerade sagtest, die Champions League nicht mehr so einen großen Anteil an den Einnahmen hat. Es sind auf jeden Fall viele, viele, viele Zeichen, die gesetzt wurden mit dieser Verlängerung. Ja, Sowohl. das wäre jetzt meine Frage gewesen. Was war denn jetzt mal von dem ökonomischen Gesichtspunkt, dass da jetzt das Gehaltsgefüge ein bisschen durcheinander gewirbelt wird und das sich natürlich auch mittelfristig auswirkt? Was war denn so das psychologische Signal, was davon ausging? Naja, wie gesagt, schon mal einmal, dass es in dieser sportlichen Situation halt einfach geschieht, ne? Und in einer Situation, wo ja nur über Marco Reus geredet wurde. Er wirkte in Mainz, oder beim Mainz-Spiel vielmehr, wirkte er ein bisschen befreiter, finde ich halt einfach auch. Und er war froh, dass die ganze Sache geklärt war oder so. Und Fand deswegen ist ich es. übrigens in Freiburg schon. Ja, möglich. Dass es da schon ein bisschen geklärter war und man erst Fußball spielen wollte. Ja, und natürlich kann sich das auf andere Spieler halt auch übertragen, die sich das dann auch nochmal überlegen, auch warum bleibt er denn jetzt überhaupt? Also Signalwirkung hat es auf vielen Ebenen. Einmal vom Verein Borussia Dortmund selber, dass die es in dieser Situation können, das Geld rauszuhauen.
Das ist noch der Punkt, wo ich am ehesten ein bisschen Probleme mit habe. Dann natürlich von Marco Reus, der ein riesiges Zeichen setzt, weil er hätte auch überall hingehen können im Prinzip. Vom Zeitpunkt her ist es ein großes Signal. Ja, und halt auch an die anderen Mitspieler. Also das strahlt schon sehr aus. Und ich hoffe, dass wir davon auch noch ein bisschen zehren können, dass das dieses Positive auch einfach jetzt noch ein paar Wochen anhält und man davon noch ein bisschen profitieren kann jetzt in der nächsten Zeit. Ja, und das zeigt eben halt auch, dass, ja, dass man in Dortmund gewillt ist, eben halt an die oder einiges dafür zu tun, dass die Mannschaft weiterhin mit Ausnahme der nächsten Saison beim Konzert der Großen mitspielt, Champions League. Ja, wenn man sieht, was wir mit Ausnahme der ersten Saison in der Champions League haben wir uns eigentlich immer sehr gut da verkauft. Ja, Finale letztes Jahr, Viertelfinale, dieses Jahr sind wir eben schon wieder im Achtelfinale. Das ist sicherlich auch für den einen oder anderen Spieler ein Anreiz, ja, in einem Verein zu spielen, der versucht, eben halt dadurch, dass er seinen besten Spieler hält, entsprechend da weiterhin für Furore zu sorgen im internationalen Parkett und sich dort jedes Jahr möglichst eben halt im Konzert der, ich glaube, 32 Mannschaften sind es in der Champions League, entsprechend zu qualifizieren. So ist das. Ja, bei Schwarz-Gelb haben wir auch noch einen schönen Doppeltext dazu. Den möge ich euch auch ans Herz legen, wo dann Pro und Contra ein bisschen abgewägt werden und Chancen und Risiken und auch Clemens, unser neues Redaktionsmitglied oder zumindest Kolumnist für die kommenden Monate, hat dazu sehr schön geschrieben, dass Marco Reus jetzt dann natürlich aber auch liefern muss, wenn er schon so viel Geld von uns bekommt. Chance dazu, oder in den kommenden Spielen zu liefern. Boah, jetzt war deine Überleitung war schön, ey. Naja, bevor wir dazu kommen, muss ich ein bisschen noch Grumpy McGrump spielen und mal wieder auf die Uhr gucken und bemerken, dass wir auch schon wieder viel zu lange machen. Wir gehen gleich auch schon wieder in die englische Nachspielzeit. Auch hier wieder, eure Meinung ist gerne gesehen im Forum, auf Twitter, eure Meinung zu Marco Reus. Schadet es der Mannschaft vielleicht, weil jetzt ein bisschen Neid und Missgunst reinkommt. Ruhe in Frieden, Udo Lattek an dieser Stelle dann auch nochmal. Ist es ein positives Zeichen auf vielen verschiedenen Ebenen? Setzt es Marco Reus unter Druck? Erleichtert es ihn? Eure Meinung, wie immer, auch hier gerne gesehen. Und dann würde ich sagen, kommen wir auf die kommenden Spiele, werfen wir einen Blick voraus, machen den Ausblick und lassen das Premier League-Thema, was wir am Anfang so schön angekündigt haben. Ich finde es eigentlich fast ein bisschen schade, aber das lassen wir mal außen vor, denn dazu hat Jens auch einen schönen Artikel geschrieben auf schwarzgelb.de. Könnt ihr euch auch nochmal durchlesen. Heißt, Liga, bleibt bei deinen Stärken. Guckt es euch an, da wird auch eigentlich schon das Wichtigste zugesagt, um zumindest Jens' Meinung abzudecken. Und vielleicht reden wir ja auch an einer anderen Stelle nochmal, wenn es in Deutschland Veränderungen gibt, was Läuft den uns ja Sieg nicht weg, das angeht. Thema. Genau, reden wir da ja auch nochmal drüber. Was uns wegläuft, ist zum einen die Zeit und zum anderen nicht direkt die nächsten Spiele, denn die stehen noch da, wo sie jetzt auch stehen, nämlich im Kalender. Und zwar am nächsten Freitag steht dort der VfB Stuttgart als Gegner eingetragen vom BVB. Platz 18 in der Bundesliga-Tabelle, 18 Punkte aus 21 Spielen bei einem Torverhältnis von 21 zu 37 Toren steht hier in unserem Skript mit einem Torverhältnis von minus 20. Da passt irgendwas nicht. Ja, ich gucke nach. Aber red erstmal weiter. In der Rückrunde hat der VfB auf jeden Fall erst einen Punkt geholt bei einem 0 zu 0 in Köln und ein Tor geschossen bei einem 2 zu 1 oder 1 zu 2 vielmehr in Hoffenheim. Ja, da Minus gibt's. 16 Tore. Die Zahl ist richtig, die Differenz nicht. Okay. Ja, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, wie dieses Spiel ausgehen muss, oder? Das muss der BVB gewinnen in Stuttgart. Muss es immer schwierig in unserer Tabellensituation. Es wäre mehr als hilfreich, wenn sie gewinnen würden. Allerdings, mir geht das schon wieder ein bisschen zu viel auf leichte Schulter. Von wegen, der VfB hat zu Hause seit Oktober keine Hütte mehr gemacht. Sie haben nur 4 Tore geschossen, 19 Tore kassiert zu Hause. Ich glaube, ein Spiel haben sie zu Hause gewonnen. Habe ich mir in der Heimtabelle angeguckt und ich habe mir den Gegner angeguckt, der davor steht. Das ist der 1. FC Köln. Und wie wir beim 1. FC Köln gespielt haben, weiß jeder. Und der 1. FC Köln hat ganz genauso viele Tore zu Hause geschossen wie der VfB Stuttgart, nämlich auch nur 4. Also ich Zwei glaube nicht. davon gegen den VfB. Ja, und gegen uns. Ja.
wird halt, ich glaube, es wird nicht so einfach. Die haben auch gegen Bayern gezeigt im Heimspiel, dass sie sehr gut verteidigen können, aggressiv waren in dem Spiel. Bayern hatte enorme Probleme durch eine Einzelleistung von Robben und einen Tor, einen Traumfreischuss von Alaba, glaube ich. Haben sie dann spät die Weichen gestellt in der ersten bzw. früh in der zweiten Halbzeit. Aber dass es ein Selbstläufer wird, glaube ich nicht. Und ich habe immer das Gefühl, dass da in den nächsten Spielen einer drin ist aus der Kategorie unnötige Niederlage oder so ein bisschen wieder, wo man sich denkt oder geerdet wird, sag ich mal so, oder ein bisschen hart auf den Boden fällt. Muss nicht unbedingt gegen den VfB sein, aber ich traue dem Braten noch nicht so recht, dass wir da souverän gewinnen. Ja, also souverän sollten wir uns aktuell generell abschminken, glaube ich. Dafür ist die Tabellensituation zu diffizil und auch die Psyche der Mannschaft vielleicht noch nicht stabil genug. Aber ich hatte durch dieses Mainz-Spiel, da sind halt einfach echt viele Sachen zusammengekommen, die vorher nie klappen wollten. Ja, also einmal der zweite Sieg in Folge, der aufgeholte Rückstand. Ich habe eigentlich ein ganz gutes Gefühl und ich bin, also wenn man echt am VfB scheitern sollte, das wäre wirklich schon wieder so typisch Borussia, dass es passieren muss, fast. Aber das ist eigentlich eher der Gegner von denen, die danach noch kommen, die ich am schlagbarsten halte. Danach kommt nämlich erstmal das Auswärtsspiel in der Champions League am darauffolgenden Dienstag in Turin, bei Juventus Turin. Das ist so ein Spiel, was man so gar nicht auf der Kappe hat und was ich irgendwie auch noch so gar nicht wirklich gebrauchen kann im Prinzip. Also habe ich nicht so die Einstellung zu, weiß ich auch noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Mal gucken, ob ich das bis Dienstag noch rausfinde. Turin steht jedenfalls auf Platz 1 der Serie A, hat 54 Punkte aus 23 Spielen geholt, was nicht so schlecht ist, und dabei 49 zu 12 Tore erzielt, was sich ebenfalls sehen lassen kann. Haben 6 der letzten 8 Spiele gewonnen, sind damit also durchaus auch in Form, auch wenn sie 2 der letzten 3 Spiele unentschieden gespielt haben. In der Champions League Gruppe landeten sie mit 10 Punkten auf Platz 2 und wurden deswegen ja erst der Gegner für Borussia Dortmund. Landeten hinter Atletico Madrid und vor Piräus und Malmö, hatten aber auch nur einen Punkt mehr vorzuweisen als Olympiakos Piräus. Für diejenigen, die hinfahren nach Turin, schaut vorher mal nach den Hinweisen der Fanbetreuung und ähnlichen Konsorten. Die sind jetzt leider noch nicht raus, sonst hätten wir es an dieser Stelle auch natürlich mit eingebunden. Tja, was machen wir aus diesem Champions League-Spiel? Geht es euch da ähnlich, dass ihr da so gar keinen, ja, Bock, will ich jetzt nicht so sagen, aber so von der Einstellung her, dass ihr das Spiel irgendwie unter ferner Liefen vielleicht so ein bisschen läuft oder noch gar nicht so präsent ist im Kopf, weil andere Sachen wichtiger sind in der aktuellen Situation? Ist doch mal schön, ein Spiel zu haben, wo man nicht unbedingt aufs Ergebnis angewiesen ist. Oder Man kann wo eigentlich du. wenig verlieren, oder? Also. Ja, will ich jetzt nicht unbedingt sagen, wenn du da hinfährst und kriegst die Hucke voll, 6, 7 Stück oder so, das ist auch Kacke. Aber das ist halt eines dieser Spiele, wo der Verein hinfahren kann, versucht Fußball zu spielen und guckt, was am Ende dabei rauskommt. Ja, ich glaube persönlich nicht, dass Juve das Duell schon im Hinspiel entscheiden wird. Dafür halte ich Juve für offensiv nicht so zielstrebig, dass die uns 3, 4 Stück einschenken, dass das Ding im Grunde gelaufen ist. Und also die Jungs sollen einfach Spaß haben, wenn sie da hinfahren und gucken, was da am Ende dabei rauskommt. Dass die Spiele danach in der Bundesliga dann eine viel, viel höhere Bedeutung haben, nicht nur weil es das Derby ist, sondern eben halt, weil wir die Punkte dringend brauchen um den Klassenerhalt zu sichern, steht außer Frage. Aber nichtsdestotrotz ist es ein Spiel in der Champions League, davon hatten wir in unserem Leben noch nicht allzu viele. Von daher glaube ich nicht, dass sie es abschenken. Das sehe ich ziemlich ähnlich. Und ich möchte auch wenn ich so vom Gefühl bei dir bin, Fanny, dass ich das so ein bisschen, ja, Champions League ist halt, ne, so, ja, außer der Reihe, ist nicht so wichtig. Auch wenn ich das so empfinde, sollte man schon auf dem Schirm haben, dass Champions League halt immer noch A, sehr viel Geld bringt und B, die einfachste, in Anführungsstrichen, Möglichkeit wäre, sich nächstes Jahr wieder international zu qualifizieren. Also als Ja. Titelverteidiger darf man auch Champions League spielen und das sind halt nur noch Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Ne? Also das wäre noch der kürzere Weg, als sich komplett durch die Bundesliga-Tabelle zu pflügen, wenn man wirklich die Ambition hat, nächstes Jahr noch irgendwie international vertreten zu sein. Haben wir Ich aber möchte ja einfach, nicht. ich möchte nur diese Chance einfach kurz ins Gedächtnis rufen und dass man das, dass es das vielleicht auch ein bisschen beflügelt, dass die Mannschaft sich denkt, okay,
Bundesliga müssen wir jetzt erstmal unten raus. Champions League können wir vielleicht sogar noch ein bisschen nach oben greifen. Schauen wir mal. Ich glaube, wir reden am besten über diese Champions League-Sache, wenn das nicht nach dem Hinspiel schon entschieden ist. Aber das glaubt Volker ja nicht, glaube ich übrigens auch nicht. Ich auch nicht. Und Jens auch nicht. Reden wir vor dem Rückspiel nochmal darüber, denn da wird es dann nochmal eine neue Ausgabe von Auf Ohren geben. Und ja, zwei Spiele haben wir noch schnell abzuhalten, über die wir nochmal kurz reden wollten. Zum einen ist es natürlich das Derby, was dann am Samstag darauf stattfindet. 15:30 Anschlusszeit sogar mal, im Hellen, wie sich das gehört. Ja, die Blauen stehen. Ich möchte die Tabellensituation der Blauen jetzt nicht ausführlich beleuchten. Die stehen besser da als wir in der Tabelle, das reicht damit. Im Derby ist alles möglich, deswegen ist es schwierig, da jetzt genau was irgendwie zu sagen. Ist auch, aber auch eine Riesenchance, da jetzt alles wieder aus dem Feuer zu holen und sich wieder eine Menge Kredit zu erarbeiten eigentlich. Und eigentlich wäre es viel zu schade, diese Chance nicht zu nutzen, oder wie seht ihr das? Ich hätte es nicht schöner formulieren können. Ja, im Derby gibt es keine Alternative zu einem Sieg, ne? Es ist leider irgendwie so, ne? Ist zwar schade, aber. Also, ist, ja. Ist nicht schade. Nee, schade nicht, aber es ist halt schwierig. Erhöht den Druck, aber da muss man dann halt auch mal mit umgehen können. Hatte das für eine sportlich reizvolle Aufgabe. Seit die Blauen Di Matteo verpflichtet haben, spielen sie sehr Den defensiv, Matteo. sehr. Bitte den Matteo? Di Matteo. Was? War ein doofer Witz. Entschuldigung. Okay. Macht nichts. Ja. Und du meckerst über unsere Zeit. Spielen sie halt sehr defensiv, sehr destruktiv. Ich weiß nicht, ob uns das liegt oder eher nicht. Das sehen wir am Dienstag gegen Juve. Die machen es genauso. Spielen ja auch mit Fünferkette. Ich dachte immer so Keine 3, Ahnung, auf 5, jeden Fall haben 2. die nur 12 Tore kassiert in der Serie A und in der Champions League Gruppenphase, glaube ich, auch nicht so viele. Ich glaube, dass die sich nicht so viel tun, was das Verteidigen betrifft. Das können sie, glaube ich, beide ganz gut. Dann können wir uns da zumindest schon mal, können wir Juve als Testspiel fürs Derby nehmen. Geil. Juve Testspiel. Kann auch nicht jeder. Ja, Nach dem dann. Heimderby, Ja, jetzt genau. möchte ich mal, Ja, denn du hast bitte. die ganze Zeit geredet, nach dem Heimderby, soweit möchte ich eigentlich noch gar nicht gucken, denn Heimderby ist auch bei dem letzten Heimspiel schon ein bisschen alles überstrahlend gewesen. Folgt dann noch die nächste Runde im DFB-Pokal, gegen die Dynamo aus Dresden. Die sind aktuell Achter in der dritten Liga mit plus 3 Toren und 38 Punkten aus 25 Spielen. Da ist vielleicht erwähnenswert, dass sie in den bisherigen DFB-Pokalrunden sowohl den VfL Bochum als auch den Gegner des Spiels davor, die Blauen, mit jeweils 2:1 zu Hause aus dem Wettbewerb geschmissen haben und da jetzt natürlich gerne den Ruhrpott-Hattrick voll machen würden. Wir möchten euch bitte ans Herz legen, wenn ihr anreist, achtet bitte auf Busangebote, denn es ist vermutlich davon auszugehen, dass Autoanreise und Einzelanreise vor allem eher gefährlich und ja, gefährlich ist und wir davon abraten möchten. Geht ins Forum der Fanabteilung, seht euch an, was es da für Busangebote gibt. Es wird wohl einen Konvoi geben, wenn ich das richtig verstanden habe, sodass ihr da nicht alleine fahren müsst, weil es keinen Gästeparkplatz gibt, von dem man dann sicher zum Stadion kommt. Ihr müsstet in der Stadt parken und so weiter. Also, wenn ihr das noch nicht getan habt und trotzdem zum Spiel fahrt, versucht bitte euch irgendwie in Bussen zu organisieren. Die Fanabteilung bietet da eigene Busse an und ihr könnt im Forum der Fanabteilung sicherlich auch Busse von anderen Anbietern finden. Genau, das war vielleicht der wichtigste Hinweis erstmal an dieser Stelle zu diesem Spiel, das noch in weiter Ferne liegt, aber wenn ihr hinfahren solltet, überlegt euch schon mal, vielleicht nicht, wenn ihr alleine fahren solltet, vielleicht nicht in den grellsten schwarz und gelben Farben anzureisen und vielleicht nicht ganz so sehr auf euch aufmerksam zu machen, wenn ihr denn wirklich euch alleine den Weg da irgendwie durchschlagt. Und Schwarz sonst, und Gelb wäre gut, nur das BVB-Logo halt nicht. ja, ich habe jetzt nicht gedacht, dass die mit Dynamo-Sachen durchlaufen. Okay. Dann würde ich jetzt hier den Cut machen und zum Ende der Ausgabe kommen. Also HSV und Köln wären die nächsten Spiele, die wir vermutlich dann nicht vorher besprechen, aber wir haben jetzt auch gegen Dynamo nicht so viel gesagt. Hoffen wir einfach auf einen Derby-Sieg und der Rest ist jetzt eh erstmal sekundär. So ist das. Andere wichtige Sachen immer noch. Ja, die sechste Ausgabe, das hatte ich eben schon gesagt, gibt es wahrscheinlich vor dem Juve-Rückspiel nochmal irgendwie in absehbarer Zeit. Wann genau? Wissen wir selbst noch nicht so genau, aber vorher auf jeden Fall nochmal. Ich habe es jetzt schon zweimal getan während der Ausgabe, sage es jetzt auch nochmal ein drittes Mal. Feedback ist immer gerne gesehen von euch. Nicht nur eure Meinung zu den einzelnen Themen, die wir besprochen haben, zu Marco Reus, zu
Kevin Großkreuz zu der Mannschaft, zu unserer Entwicklung und so weiter und so fort, sondern eben auch einfach zum Podcast an sich, gerne auch auf der Metaebene. Gerne gesehen, entweder podcast@schwarzgelb.de ist eine Möglichkeit, uns zu erreichen, per Mail, ganz einfach. Bei Twitter findet ihr uns auch recht einfach, @aufOhren, da gucken wir auch relativ, ja, eigentlich sehr, sehr häufig sogar drauf und beantworten sogar Sachen und ja, da schreiben wir auch mal. Lohnt sich auch, die mal zu folgen. Jens findet ihr übrigens auch bei Twitter dann auch noch unter Baumwollhose und Volker unter VM-83. Mich findet ihr unter Really Funny. Das wisst ihr aber jetzt auch schon seit vier Ausgaben. Und dazu sei euch vielleicht noch einmal iTunes ans Herz gelegt, denn da hat Volker ein paar schöne Statistiken rausgesucht, die er jetzt vielleicht ja mal vorstellen könnte. Ja, wir liegen in der Rubrik Sport und Freizeit auf dem Spitzenplatz 213 und dürfen uns damit so Podcasts rumschlagen wie Oma Müller kommentiert und tippt den deutschen Fußball und Heuhaufen sind was für Anfänger, wobei ich nicht weiß, worüber es sich da genau handelt, wenn es um Heuhaufen geht. Ich hoffe nicht, Warum dass da einer liegt da eine Mütze eigentlich aufhat. Stroh? Genau, und hoffentlich nicht im Keller. Also bewerten, 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 am besten 5 Sterne geben, damit wir da mal so ein bisschen unter die Top 100 am besten rutschen. Genau. Bewerten, Abo hinterlassen, Rezensionen schreiben, interessiert uns genauso gut. Ist ja auch dann Feedback. Sei euch auch ans Herz gelegt. Abonnieren, bewerten und so weiter und so fort. Ansonsten Dann findet schwarzgelb.de ihr, genau, ach, jetzt wollte im ich. Auge behalten. Da sagt euch Jens, was es bei schwarzgelb.de gibt. Ja, ach, eigentlich immer was Tolles. Wie gesagt, wir hatten meinen Text zu dem leider heute entfallenen Thema Premier League TV-Deal und warum die Bundesliga sich da vielleicht gar nicht dran orientieren sollte. Dann hatten wir einen schönen Doppelkommentar zur Verpflichtung von Marco Reus. Und ja, neben launigen Spielberichten und Vorberichten findet ihr da immer was Interessantes. Heute erst online gegangen. Also für euch nicht heute, für uns heute online gegangen, ist ein Bericht von unserem Fußballturnier für Flüchtlingsheime hier in Dortmund. Es ist auch eine sehr schöne Aktion gewesen. Hat mich sehr gefreut, dass meine Kollegen sowas veranstaltet haben. Und ja, bleibt einfach dabei, lest und kommentiert auch bei schwarzgelb.de bitte fleißig. Und wenn ihr unsere Arbeit sowohl hier im Podcast als auch bei schwarzgelb.de selber zu schätzen wisst, dann tut euch und uns den Gefallen und kauft euch schicke Klamotten in unserem Shop oder seit neuestem auch Bilder für die Wände. Wir haben da ein paar Mal rund ums Stadion und die Stadt geknipst. Vielleicht gefällt euch ja davon was, was ihr euch ins Zimmer hängen möchtet. Und damit beenden wir diesen Werbeblock und die fünfte Ausgabe von Auf Ohren. Ich hoffe, wir hoffen, das hat euch wieder mal Spaß gemacht und es war nicht zu lang, wieder mal die Zeit gebrochen. Wir werden auch nicht mehr auf diese Nein, Anfangskurzzeit niemals, zurückkommen. nein. Wir bleiben bei diesen Fußballzeit und greifen notfalls auf englische Nachspielzeit zurück. So lange spielen die in England aber sonst auch nicht. Naja, sei es drum. Hat jemand das Golden Goal in der Verlängerung geschossen heute? Ich weiß nicht. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Ausgabe Nummer 6 und verbleiben bis dahin mit einem, der BVB ist wieder da, immer noch, hoffentlich, und bleibt es auch. Vielleicht. Vielleicht. Und her BVB. Oder wie Marco Reus zu schreiben pflegte, Hashtag HeyaBV. Hashtag ist so. Tschüss. Tschüss. Tschüss.